So. Das reicht bis 11 Uhr, oder? Okay, So, wir wunderbar. werden jetzt einmal das aufklären hier mit dem Solipsismus, die Missverständnisse vom Solipsismus. Wenn wir diese Ichs nehmen, die wir uns ausdenken, das ist ja alles was Ausgedachtes. Ich sage immer, das Rote steht symbolisch für etwas, was überhaupt nicht gedacht werden kann. Diesbezüglich ist zwischen dem UB, dem JCH-Ich und dem ICH-Ich, die rot geschrieben sind, ist null Unterschied, weil das Dinge sind, die man nicht denken kann. Das ist wie das Beispiel mit Nichts und Alles. Wenn ich an nichts denke, habe ich das Geräusch nichts. Das haben wir tausendmal durchgehört, aber dieses Geräusch oder das Wort, das ich anschaue, ist ja nicht nichts. Und genauso ist es, wenn ich mir einen roten JCH, ein rotes Ich ausdenke, der ist eigentlich nichts. Das steht nur symbolisch für etwas, das gar nicht in Erscheinung treten kann. Das gilt aber für den roten UP und für das rote ICH genauso. Das ist eine Einheit und das stellt jetzt genau die Trinität in allen Religionen dar. Wir bleiben mal im Christentum, wenn es dann heißt, Heiliger Geist, Gott Vater und Sohn, ist der Heilige Geist der UP rot. Der Gott Vater ist in dem Fall das JCH und das ICH ist der Sohn. Und ich schiebe nochmal kurz rein, das ist ja die Sätze, da ist eigentlich nur UP, der ist allein und der denkt sich einen Sohn und der merkt dann mit 3:30, dass er ja eins ist mit dem Vater, dann ist es wieder eins und diese Kombination Heiliger Geist und Vater denkt sich jetzt wieder einen Sohn und das ist das ICH, das bist praktisch du. Das ist der, der mir jetzt zuhört. Und darum ist dieser feine Unterschied, wenn man das versteht, wenn ich sage, meine Botschaft richtet sich nur an den Geist, der mir jetzt zuhört. Ich könnte die Trinität auch ganz einfach sagen, wir nehmen die Gnade, die Form der Gnade und dem, der formt. Jetzt ist es natürlich wichtig, man muss jetzt eins wissen. UP, JCH, ICH, diese Trinität ist rot, ist eine Einheit, die wir jetzt zerdenken. Schon wenn man ein einzelnes Wort, wenn man nur den UP rot uns denken, ist das einfach nur ein Symbol wie das Nichts alles. Jetzt ist es so, die Gnade selber wäre jetzt UP. Und da wird es jetzt ganz, ganz interessant, dass dieses JCHUB ist ja eins. Und jetzt haben wir den ICH, der ist aber nicht der Former, weil der auch zur Gnade gehört, haben wir gerade gesagt. Aber zu dem ICH, zu dem roten Ich, das ist dieses Ich Bin, gehört ein blaues Ich, ein spezielles blaues Ich. Das ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und das ist das rote Ich, du praktisch, du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Das bin ja praktisch ich, weil ich höre jetzt den Udo sprechen, sage ich immer wieder. Bist du schon ich? Kriegst du durch dein Programm eine Personifizierung und das ist dein blaues Ich. Klingt jetzt komplizierter, wie es ist, aber ich erkläre es nochmal in einer einfacheren Form. Das heißt, die Fragen immer mit Solipsismus. Es gibt nur einen einzigen Geist. Rot geschrieben natürlich. Den kann man auch Energie nennen, sage ich immer wieder, rot geschrieben oder Licht nennen, das ist im Prinzip dasselbe. Und jetzt ist es also so, dass immer wieder die Frage hier, die hier auftauchen, wenn ich von Geistesfunken rede. Ich habe tausendmal darauf hingewiesen, diese Geistesfunken sind ein und derselbe Geist. Was ist dann der Unterschied zwischen dem einen Geist und den Geistesfunken? Es ist schlichtweg der eine Geist, der nicht gedacht werden kann. Wenn der zum Träumen anfängt, braucht er ein Programm. Das heißt, in dem Moment wird aus dem Geist dieses Ich, das ist du Geist, hörst mir jetzt zu, aber du wirst dir eingestehen, dass du jetzt glaubst, ein ganz bestimmter Mensch zu sein und ein ganz bestimmtes Leben zu erleben. Das heißt, zu diesen ICH gehören viele blaue JCHs, viele Programme. Entschuldigung, blaue Ichs, blaue Konstrukt-, Werte- und Interpretationsprogramme. Okay? Und das ist jetzt das Spiel, je nachdem, welches Programm zurzeit in dir läuft, erlebst du eine ganz bestimmte Welt. Und da war ja in einem dieser Schreiben, hat es dann Kassen, ja, ich kann ja nicht sagen, die Geistesfunken, hinter der Maske ist er Geist und hinter der anderen Maske ist kein Geist, das ist bloß eine KI. Das ist immer ja die Metapher mit unserem Videospiel, da haben wir einen Avatar, der symbolisiert mich, das bin praktisch ich. Und was ist mit den ganzen anderen Figuren? Sind es wirklich wie in einem Videospiel bloß KIs oder mehr wie in so einem Multiplayer-Spiel, dass da von den ganzen Menschen, die auftauchen, vielleicht mal vier, fünf andere im Internet auch mitspielen und auch irgendwelche Avatare spielen? Und jetzt zersplittert das, jetzt klären wir das zuerst einmal auf. Es gibt bloß einen allereinzigen Geist. Egal wer der zu sein glaubt, das, was er zu sein glaubt, ist ja schon eine Information. Und jetzt wird es interessant, wenn man mal sagt, wer von den Erscheinungen im Traum hat jetzt Geist oder hat keinen Geist.
Jede Erscheinung, die in Erscheinung tritt, hat einen Geist und der Geist ist nämlich derjenige, der sich diese Erscheinung ausdenkt. Das heißt, ein Stein, den ich denke, ein Haus, das ich denke, einen Baum oder einen Trockennasenaffen, der Geist von den ganzen Dingen, die auftauchen, ist der sich ausdenkt. Ja, das ist eindeutig. Das ist der reine Solipsismus, der jetzt natürlich für uns rot geschrieben, wir wissen jetzt, der ist in der anderen Richtung, der ist nicht denkbar. Wenn wir an einen träumenden Geist denken, ist das ja schon wieder eine Vorstellung. Dann kann ich sagen, wer denkt sich den träumenden Geist aus? Und dann kann ich sagen, wer denkt sich jetzt den aus, der sich einen träumenden Geist ausdenkt? Und jetzt merkst du, nach 5 Stufen, das habe ich 100-fach erklärt, nach 5 Stufen kommst du, dass du immer nur sagen kannst, da muss jemand sein, der sich wen ausdenkt, der sich wen ausdenkt, der sich wen ausdenkt, der sich den ausdenkt. Ja. Und jetzt kommt die Punkte, der sich einen Geist ausdenkt, rot, der sich dann ein Bewusstsein ausdenkt, der Geist denkt sich ein Bewusstsein aus, das Bewusstsein denkt sich ein Programm aus, wo es sagt, das bin ich, das denkt sich dann an Menschen aus, der Mensch denkt sich an Körper aus, wo er sagt, das bin ich, das haben wir alles schon durchgespielt. Da gibt es diese schönen Tabellen in Holofilm. Wenn das immer noch nicht verstanden hat, mache ich jetzt einmal ganz moderne Computermetapher dazu. Wir setzen Trinität einmal ganz anders. Wir setzen die Trinität als ein zuerst einmal, der Heilige Geist ist der Computer. Das ist praktisch der da ist der Former, ich brauche einen Former, ich brauche das Material, wenn ich meine rote Gnede immer nehme, das wäre jetzt der Computer, die Form wäre das, was auftaucht auf dem Bildschirm, Lautsprecher, praktisch die Ausgabe, und der Former wäre jetzt zuerst einmal das Programm. Aber jetzt müssen wir wissen, dass wenn du nur ein Programm hast, läuft ein Computer nicht, der braucht ein Betriebssystem. Das ist JCH. Das heißt, der Computer selber ist UB, JCH ist das Betriebssystem und das rote Ich in Verbindung mit seinem blauen Ich, mit seinem speziellen Programm, ist dann das Programm. Jetzt muss ich natürlich wissen, wenn man ein bisschen ein Grundlagenwissen hat, und ich erwähne das nochmal, ich habe das zwar auch schon 1000-mal erklärt, um auf die letzten Videos hinzuweisen, dass also hier der klassische Aufbau, das Betriebssystem kann ich zwar auch ein Programm nennen, aber ein reines Urbetriebssystem macht eigentlich nichts. Ich bringe immer gerne das Beispiel, wenn man ein bisschen älter ist und hat sich, meinetwegen jetzt hier in die 70er Jahre mit Computer beschäftigt, C64, den kriegst du, das ist ein C64 und das ist praktisch, der hat Basic als Betriebssystem. Und wenn du das Ding auspackst, du kannst den nicht einmal als Taschenrechner benutzen. Du musst wissen, wenn du jetzt einen Computer kriegst mit einem Betriebssystem wie Windows, sind ja schon so viele Programme mit drauf, die mit dem Betriebssystem ausgeliefert waren. Aber ein Betriebssystem ist ein reiner Arbeiter. Der macht praktisch, er verwirklicht auf dem Bildschirm das Programm. Der kann Sachen auftauchen lassen, der verknüpft, wenn ich irgendein Rechenwesen, ein Buchführungsprogramm habe. Das Programm macht eigentlich das, was das Betriebssystem vorschreibt. Ja. Wir können das mal ganz einfach machen, dass ich einfach mal sage, ein Programm wäre jetzt ein Film, wobei das jetzt nicht ganz stimmt, aber gleich, das Programm wäre der Film und das Betriebssystem wäre jetzt praktisch der Videoplayer. Wir haben einen Videoplayer und den Film, den ich einlichte, der wird dann praktisch verwirklicht von dem Videoplayer. Jetzt müssen wir aber wissen, dass der Videoplayer eigentlich das Programm ist und der Film sind dann bloß spezielle Daten. Okay? Ja. Darauf beantworten. Ach so, ich denke mal, wer quatscht jetzt dann rein, das ist okay. Das ist also so, dass wir jetzt praktisch in der Stufung, dass du das wirklich verstehst, dass der Videoplayer, der ein Programm ist, der erst mit dem Betriebssystem, mit dem der Videoplayer läuft, praktisch der macht, wir denken uns jetzt den Videoplayer als Programm und dann sind die reinen Daten von der DVD oder die Datei, die du abspielst, wäre jetzt praktisch das Programm und der Videoplayer wäre das Betriebssystem, weil das Betriebssystem, sprich Vulgo, der Videoplayer, macht ja die Bilder, die diese Datei vorschreibt. Da sind natürlich jetzt nochmal eine Stufe im Computer, weil da haben wir Betriebssystem und wenn du Filme abspielen willst, brauchst du irgendeinen Videoplayer, Windows Videoplayer oder VCR oder was es da alles gibt, oder wie das Ding heißt. Und dann brauchst du natürlich die Daten. Ja. Okay, und jetzt haben wir diese Stufungen wieder von dem Ich. Der Computer ist UB, das Betriebssystem, der eigentlich alles macht, aber von sich aus gar nichts macht.
um hier auf unseren kleinen Schwarzkopf hinzuweisen, wenn man sagt, ich bin UB, werdet endlich wach. Ich sage immer wieder, ein ausgedachter UB ist wie ein ausgedachter Gott. Mächtig ist der, der sich das ausdenkt. Und wenn du dir einen Gott ausdenkst, wird er so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Und wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann musst du dir einen Gott ausdenken, wo du sagst, den gibt es nicht. Das ist die Schizophrenie des Atheismus. Ja. Weil sobald einer behauptet, es gibt keinen Gott, denkt er ja schon an einen Gott, von dem er behauptet, dass es den nicht gibt. Das ist die ganze Falle, das ganze Geschwätz, wenn man den Lesch zum Beispiel wieder anhört, das letzte Update, wo ich mit reingestellt habe, und dann kommen die Mikro, der Bereich, die ganzen Berechnungen, und jetzt wird es interessant, der Glaube verwirklicht. Weil der kommt immer, wenn du das Video anhörst, sagst du immer, wir haben mit Berechnungen was vorausgesagt und es wurde dann in den Labors bewiesen. Und dann kommen Maßstäbe, wo er sagt, hier mit 30 Stellen nach dem Komma so klein ist das. Das haben sie aber jetzt entdeckt, das ist jetzt bewiesen. Das sind reine logische Konstrukte, das sind wahnsinnige. Das wird ihr aber erst ab einer gewissen Reife bewusst, dass alles, was materialistisch denkt, und da kann auch alle religiösen Menschen dazu und alle Esoteriker dazu, ich kann immer wieder nur sagen, bring mir einen einzigen Menschen, ich klamme eine Handvoll Figuren, die in dir auftauchen, aus, die sich mit Holofeeling beschäftigt haben. Bring mir einen einzigen gebildeten Menschen, der weiß, was 100% sicher bedeutet. Es ist dieses Spiel zwischen dem ersten und dem zweiten. Sind solche Sachen, die kann ich tausendmal erklären, wenn du die Reife nicht hast, es rauscht irgendwie durch, die nicken zwar ab, es ist alles logisch, was ich sage, aber die merken nicht die letztendliche Konsequenz, die ich ihnen mitteile. Ich mag es nochmal ganz kurz für dich, Brösel, der du mich jetzt sprechen hörst, weil die du dir jetzt ausdenkst, die können das sowieso nicht verstehen, diese Pixelfiguren, diese alten Zecke, die sind eh schon jenseits von Gut und Böse. Die haben das nicht mehr nötig, aber du hast das nötig. Ich sage immer wieder, wir denken uns jetzt zwei Menschen aus. Du hast es auch schon sehr oft gehört, wenn du Holofeeling studierst, aber du hast es nicht verstanden, weil wenn du es verstanden hast, hast du keine Probleme mehr. Hast du noch Probleme? Wenn du Probleme hast, hast du mich nicht verstanden. Und da gibt es eigentlich nichts zu verstehen, hör einfach zu. Ich sage, wir denken uns an ersten, alles, was der behauptet, der in dir auftaucht, kannst du, Geist, in deiner momentanen Basifizierung die wesentlichen Aussagen hier und jetzt sofort überprüfen. Das ist keine Frage des Glaubens, sondern das ist sofort hier und jetzt auch empirisch überprüfbar. Der zweite, der steht symbolisch für all die ganzen Schwätzer, die in dir auftauchen, ob das irgendwelche naturwissenschaftliche Physik-, Chemieprofessoren, Erdkunde-, Geschichtsprofessoren, Biologieprofessoren sind. Es steht für all die religiösen Traumtänzer und für die ganzen esoterischen Schwätzer. Darum sage ich immer wieder, das, was ich dir erzähle, ist weder ein esoterisches noch ein religiöses und schon gar kein naturwissenschaftliches, geistloses Geschwätz, das von den ganzen Figuren, die in dir auftauchen, einfach nur geistlos nachgeplappert werden. Alles, was die behaupten, zu 99,99%, das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, prinzipbedingt. Das sind jetzt die zwei Zustände. Die sind sich aber hundertprozentig sicher, dass das, was sie glauben, stimmt, weil das bewiesen ist. Haben sie es selber bewiesen? Wie kannst du behaupten, dass es vor 2000 Jahren an Jesus gegeben hat? Ich sage immer so proletenhaft, das habe ich aus das Buch heraus. Und dann gehen die Streite los, der eine glaubt hier, wenn er christlich erzogen ist, der ist ja Jesus, den er sich in die Vergangenheit denkt, den er nur vom Hörensagen kennt, der wurde gekreuzigt, bist du muslimisch erzogen, hat es den zwar hundertprozentig sicher gegeben, aber der wurde dann nicht gekreuzigt und so weiter und so weiter. Ich sage, jetzt ist alles möglich. Für dich wird es immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und wenn ein Professor Lesch glaubt, dass man Higgs-Teilchen entdeckt hat, die mir ja vorher schon vorhergesagt hat, anhand von Berechnungen, der hat nicht begriffen, dass der Glaube verwirklicht. Weil das, was die dann nämlich beweisen, und da habe ich genügend Sachen, denk wieder an die Photonen und die Atome auf dem Computerbildschirm, die Menschen, die ihr außen lebt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht, ihr seht eure logischen Konstrukte. Das heißt, wenn ich eine empirische Überprüfung will, dann muss ich das, was ich sehe, sinnlich wahrnehmbar sein, das muss ich, man sagt wissenschaftlich, im Mesokosmos bewegen. Alles, was ich mir in einen Mikrokosmos, also unterhalb der empirischen Wahrnehmungsschwelle hineindenke, kann nur feinstofflich in meinem Kopf vorgestellt werden. Zeig mir Wassermoleküle. Oder dasselbe gilt auch für den Makrokosmos. Zeig mir diese Milliarden und Abermilliarden von Sternen. Beweise mir, dass die Sonne 149.000 Kilometer von Millionen Kilometer von der Erde weg ist. Beweise es mir. Habe ich aus das Buch heraus.
Es zwingt dich zu blinden Glauben, die Religion genauso wie die Esoterik. Und jetzt komme ich nochmal zu dem ersten und zu dem zweiten. Das, was der erste behauptet, das, was ich dir permanent klar mache, ist schlichtweg und einfach, mach dir bewusst, was jetzt da ist. Was ist jetzt im Moment da? Und du wirst feststellen, für dich Geist existiert immer nur das empirisch, was du jetzt anschaust, das heißt, was sich in deinem Gesichtsfeld befindet, und selbst in deinem Gesichtsfeld befindet sich wesentlich mehr, wie was du anfokussierst. Selbst da selektierst du was raus. Also ich erschaffe jetzt mal ganz einfach, was solltest du jetzt nicht nur eine Audioaufnahme hören, ich muss mir ja verschiedene Menschen jetzt ausdenken, sondern du hörst dir das jetzt an deinem Computer an, haben wir es so oft durchgespielt, wenn du selbst Gespräch hast, dann schau jetzt mal deine Tastatur an und ich frage dich, wo war die ganze Zeit? Jetzt ist interessant, jetzt siehst du die Tastatur vor dir, schau sie an. Das ist eine scharfe Tastatur, aber das setzt schon mal voraus, dass du in dem Moment, wo ich jetzt das gesagt habe, an deinen Körper denkst, weil da muss ja Kopf nach unten bewegt werden und du musst die Tastatur anschauen. Wo war jetzt die ganze Zeit dein Kopf? Dann mache ich Schnipp und ich sage jetzt zu Margot, wo war die ganze Zeit deine Brille? Hast du die gesehen? Hast du an die gedacht? Jetzt solltest du ein Brillenträger sein. Was ist mit deiner Brille? Auf der Nase, die du dir jetzt ausdenkst, wo war die Nase und die Brille? Plötzlich kannst du hinschauen, du siehst es, du siehst den Rahmen, du spürst den Druck auf den Kopf. Wo war das die ganze Zeit? Ich könnte jetzt sagen, wo war das vor 5 Minuten, die wir uns jetzt denken? Ja, eben. Es ist hundertprozentig sicher, dass es nicht existiert hat. Immer dran denken, es ist nicht aus deinem Bewusstsein herausgetreten als Vorstellung, als Information, als sichtbare Information. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt sagt das ganze Geschwätz, die ganzen Zweiten sind sich hundertprozentig sicher, dass das, was sie glauben, richtig ist, obwohl sie das nicht einmal überprüfen könnten, wenn sie wollten. Das gilt für 99,99% der Glaubenssätze. Und jetzt kommt der Erste, der weist dann nur darauf hin. Ich sag dir, es ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, existiert dieser Gedanke für dich nicht. Dass er zum Existieren anfängt, musst du den Gedanken zuerst denken. Egal, an was du jetzt denkst. Und egal, wo du dir das, was du jetzt denkst, wo du dir das räumlich wie zeitlich hindenkst, es ist, weil du es denkst, und es ist hier und jetzt in dem, was ich sag, in deinem Kopf. Natürlich nicht in den Kopf, den du dir jetzt ausdenkst, den Trockennasen auf dem Kopf, sondern das nenne ich den roten Kopf, dieses Beroshit. Inmitten dieses Hauptes wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genau so, wie du dir es ausdenkst. Und Himmel und Erde ist erst dann da, wenn du an Himmel und Erde denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und um in den empirischen Bereich reinzugehen, es ist hundertprozentig sicher, ein sinnlich wahrgenommenes optisches Bild auf deiner VR-Brille ist immer nur dann vorhanden, wenn das eben aufgetaucht ist. Ich könnte jetzt einfach sagen, wenn du es anschaust. Wenn du was nicht anschaust, ist es hundertprozentig sicher, dass das, was du nicht anschaust, nicht existiert. Jetzt, wenn du ein Materialist bist oder auch ein religiöser Mensch oder ein esoterischer Mensch bist, das sind ja alles Materialisten, bist du hundertprozentig überzeugt, dass du jetzt an was denkst und dass das auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Du kannst es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Du bist auf blinden Glauben angewiesen, darum sage ich, ich erkläre jetzt erst einmal, was hundertprozentig sicher ist, und solange du nicht weißt, was hundertprozentig sicher ist, hast du in der Schule nicht aufgepasst. Dann könnte ich jetzt zur ehemaligen Schulrektorin oder zum Lehrer Peter Fedding sagen, ihr habt euer Ziel verfehlt als Lehrer. Weil so ziemlich alles, was aus euren Klassen entlassen wurde, hat das Wesentliche nicht verstanden. Aber ihr wisst ja, ich begnadige euch. Es ist auf dem Film so drauf. Das heißt, um nochmal auf die Computermetapher zurückzukommen, das bringt es jetzt nämlich auf den Punkt. Wir haben diesen Heiligen Geist, den symbolisieren wir jetzt nicht mit der Gnede, sondern wir sagen, das ist ein Computer. Dann haben wir das JCH, das ist das Betriebssystem im Computer. Und ICH, ein ICH ist zwanghaft verbunden mit einem blauen Ich. Das ist mit einem Konstrukt Werte, das reine ICH ist aber nicht das blaue Ich, aber das nenne ich jetzt einen Geistesfunken. Das ist der Geist, der praktisch in seinem Computer bloß ein Programm laufen hat. Obwohl da noch andere, du kannst jetzt Word einschalten und Briefe schreiben, du kannst aber ins Internet gehen, dann Browser einschalten, du kannst vielleicht, je nachdem was du drauf hast, ein Planetarium oder ein Zeichenprogramm laufen lassen, die werden alle von dem Betriebssystem erschaffen. Aber das Betriebssystem, das JCH, erschafft in dir nur das, was du mit deinem Blauen, mit deinem Glauben verwirklicht haben willst. Oh ja. Darum gibt es da nur einen allereinzigen Geist, das ist Solipsismus.
Aber es gibt viele blaue X, viele Programme. Das ist das Splitgreen-Beispiel, wo wir schon so oft durchgegangen sind. Das Schöne, wo ich sage, im Weißenburger Wippertal mit den 200 Menschen. Das erzähle ich jetzt nicht nochmal. Da muss man den Weißenburg-Vortrag anhören oder die darauffolgenden Selbstgespräche, wo ich dann nochmal genauer drauf eingehe. Das Spiel haben wir ja in Fliegenstall schon angefangen. Ja. Ich präzisiere das Ganze dann bloß immer. Und wenn ich jetzt Worte sage, Fiegenstall-Vortrag, Illingen-Vortrag, Weißenburg-Vortrag, Bleinfeld-Vortrag, musst du eins wissen, es ist niemals irgendwas in der Vergangenheit passiert. Ja, das diese Dateien waren schon in dir drin, bevor es überhaupt in deiner ausgedachten Welt Computer gegeben hat. Ja. Das ist der Uranfang, dieses All oder L ausgesprochen. Ist unendlich viel in einer Einheit. Mein Bücherregalbeispiel. Man muss halt das immer wieder anhören und sagen, es nützt nichts, wenn du das einmal hörst, weil das macht dir dann logisch erscheinen, du drehst dich rum und du bist wieder weg vom Fenster, vor allem, wenn man jung ist. Ja. Das ist, und dann wirst du immer mehr merken, dass die Figuren in deinem Traum wirklich ein Dasein müssen sind. Und ich habe sehr oft gesagt, ganz wichtig ist es, bevor du das nicht erkennst an dem, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, dass du eine reine zwanghafte Konstruktwerte- und Interpretationsmaschine bist und der eigentliche Körper von dir ein Produkt ist dieses Mechanismus. Wirst du nie frei sein? Ich sage das jetzt zu dem Geist, der mir zuhört, ich sage das jetzt zu dir, nicht zu deinem Gehirn oder zu deinen Ohren. Das heißt, schon der Glaube, dass jetzt hier unabhängig von dir Geist, zum Beispiel die Donis, die Feddings oder ein Uno da außen rumlaufen, wenn du nicht dran denkst. Du bist ein träumender Geist. Es existiert nur das, was du denkst oder was du anschaust. Und alles andere existiert nicht. Immer dran denken, existere heißt heraustreten aus. Wo tritt es heraus? Aus dem, der sich's ausdenkt. Und er ist der Geist für alles, was er anschaut. Ich mache immer das Beispiel, ein Besitzer ist was anderes wie das, was er besitzt. Ja. Aber du bist der Geist für einen Stein, für einen Baum, für ein Haus, genauso wie für irgendwelche Lebewesen, die du dir ausdenkst. Weil das ja nur Schatten, wie ich immer so auf der Leinwand sitze. Du bist das Licht im Projektor, aber was du zu sehen bekommst, haben wir ja in unserem Dia-Beamer-Beispiel, Beamer, haben wir ja jetzt das blaue Ich dazwischen hängen, das dann letztendlich die Schatten macht. Jetzt springe ich nochmal an den Anfang, wo ich sage, wir sagen jetzt einfach hier, das Betriebssystem wäre ein Videoplayer und dann wäre praktisch das Programm, wären die Daten von irgendeinem Film, wo wir abspielen. Oder von, jetzt natürlich in Wirklichkeit, wenn wir es komplexer machen, haben wir ein Betriebssystem und dann haben wir ein Programm, das ist ein Videospiel. Dann ist natürlich hier das Programm das Videospiel und in dem das Videospiel teilt sich in zwei Hälften. Die meisten Programme, das ist einmal Daten, reine Daten, die zu diesem Programm gehören, und dann ist ein ganz spezielles Regelsystem. Wie die Daten verknüpft werden, wie man reagiert mit den Eingaben. Aber das sind Themen, da will ich mich nicht, da bin ich auch schon zigfach immer wieder drauf eingegangen, da kann man unendlich tief gehen, wie man mit den Worten unendlich tief gehen kann. Ja. Ich kann da nur, wenn vorbereiten, ganz grob, es wird demnächst, jetzt mache ich ganz kurz wieder, wie ich sage, einen raumzeitlichen Schnickschnack, normal gedacht, sollten die Donis einmal wieder den Udo besuchen, dann machen wir das jetzt nicht über Skype, sondern schon, wie wir mal abgemacht haben, und dann werde ich das genauer zeigen, dass wir da keine Skype-Störungen drin haben. Vor allem dann, wie das mit der Sprache aufbaut. Das ist eine Matrix und es reden ja so viel jetzt in eurer Traumwelt von der Matrix, aber du wirst merken, es ist alles Materialismus, der ist so unendlich übermächtig. Ich verweise diesbezüglich hier auf den, glaube ich, zweiten Fiegenstall-Vortrag, wo ich den Professor Gabriel, der hier damals hier und jetzt immer ausgedacht den Bestseller rausgebracht hat, die Welt da außen existiert nicht, aber wenn du den zuhörst, ist er so ein tiefgläubiger Materialist. Das sind alles Schaumschläger. Das sind so falsche Vorstellungen. Dieser Wahn der Religionen baut letztendlich auf dem Wahn auf, dass jeder, jetzt rede ich normal, zu normalen Menschen, dass jeder felsenfest davon überzeugt ist, dass das, was ihm logisch erscheint, was für ihn hundertprozentig sicher ist, richtig ist. Und ich sage, du kannst es ganz leicht überprüfen. Schau, ob du es überprüfen kannst. Ja.
Schau, ob du es überprüfen kannst. Ja, dann sind 99,99% der bewiesenen Fakten der Naturwissenschaft vom Tisch. Weil das, was die mit Experimenten beweisen, ich wiederhole nochmal, ich zitiere nochmal, wir haben, was wir mit uns, wir Physiker, was wir mit unseren Berechnungen vorausgesagt haben, ist dann Jahre später entdeckt worden. Ja, ja, ja. Und dann erklärt er, dass das hier 0,000000000000000 Millimeter klein ist. Ja, toll. Weil sie irgendwelche Programme oder Konstrukte, das sind logische Konstrukte. Alles, alles, was du dir vorstellen kannst, was du nicht real sinnlich wahrgenommen in einem Gesichtsfeld zu sehen bekommst, baut auf logischen Konstrukten auf. Das erscheint dir dann zwar logisch, aber du kannst nicht beweisen, das ganze Mendeleische Periodensystem ist vom Tisch. Der ganze quantenmechanische Atomaufbau mit Elektronen, mit Verschränkungen ist komplett vom Tisch. Du hast so einen Respekt vor Professoren, wenn sich dann hier Professor Zellinger, glaube ich, hast, der Wiener hinstellt und sagt, ihr könnt mich gern besuchen, ich beweise euch das, wir haben da Experimente, wo man die Quantenverschränkung darstellen kann. Und dann hat man so eine Ehrfurcht von diesen Schwätzern und wohlgemerkt, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich keiner Figur, die in deinem Traum, egal ob als Pixelmännchen, nur aus das Buch heraus oder auch real in deinem Gesichtsfeld auftaucht, dass die sich raussuchen kann, wie sie ist und dass sie anders sein könnte, wie ich sie ausdenke. Also ich werfe meinen Figuren, die ich erschaffen habe, nicht vor, dass sie so sind, wie ich sie erschaffen habe. Ja. Wenn du jetzt 20 Jahre alte Selbstgespräche anhörst oder Vorträge anhörst, sage ich immer wieder, ich habe nicht das Bedürfnis, einem Regenwurm das Fliegen beizubringen oder einen Löwen abzugewinnen, dass er Fleisch frisst. Die sind genau so, wie ich sie erschaffen habe. Übrigens auch du, als der Mensch, der du zu sein glaubst, du bist genau so und genau da, wo ich dich in meiner Schöpfung hingesetzt habe. Ja. Aber du musst jetzt begreifen, dass du nicht dieser Mensch bist, den du dir ausdenkst. Das ist der Schritt in eine vollkommen neue Welt. Darum richtet sich meine Botschaft auch bloß an den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Und das kann nur jetzt passieren. Du kannst dir das jetzt immer wieder anhören, solange bis du es verstehst. Wahrlich, ich sage dir, 1000 Jahre sind wie ein Dach sind wie 1000 Jahre. Oder du kannst sagen, das ist ein Schwätzer, dass wenn das Figuren sagen, haben die sowieso, dann sind sie wirklich bloß KIs. Wobei jeder Geistesfunk letztendlich zuerst einmal eine KI ist, das Programm ist, das seine Welt generiert, aber er ist ja nicht das Programm, sondern das rote Ich. Ja. Das muss man verstehen. Weil du bist immer, du bist auch dann da, wenn du nicht an deinen Körper denkst, das ist hundertprozentig sicher. Das habe ich tausende Male wiederholt, darum die letzten Lieder im letzten Update, diese Lieder, ich habe es euch tausendmal gesagt, und meint ihr in einen reinen Zufall, wenn ihr das jetzt chronologisch seht, dass du überhaupt in der Lage bist, die Texte von diesen drei Liedstellen, wo ich reingestellt habe, das sind ja geradezu maßgeschneidert. Genau, genau. Wieder wie aus nichts. Es ist alles, was in dir spricht, spricht, weil ich das in dir sprechen lasse. Du bist ein träumender Geist, es taucht in dir auf. Die Sänger gibt's nicht. Jetzt kannst du natürlich beweisen, dass die gibt, wenn du glaubst, dass die da außen sind, marschierst du als die Figur, die du zu sein glaubst, in einer Traumwelt mit ständig wechselnden Bildern und materialisierst du die. Das ist der Glaube, kann alles verwirklichen. Aber es bleibt trotzdem bloß ein ständiger Wechsel in deinen roten Kopf. Im Hier und Jetzt. Du kannst alles verwirklichen, was du glaubst, mit deiner momentanen Logik, dass das auch unabhängig von dir da außen existiert, wenn du es nicht denkst. Und alles, was du glaubst, dass es nicht da außen ist, kannst du auch nicht realisieren. Um das nochmal klar zu machen, wenn du jetzt willst, aufgrund deines Programmes, bist du in der Lage, das Kreuzfahrtschiff AIDA in deinem Gesichtsfeld zu materialisieren. Dir wird es aber nicht gelingen, die Arche Noah zu realisieren. Jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Jetzt kannst du zum Beispiel sagen, ja, die gibt es ja nicht mehr, die hat es vor so und so viel 1000 Jahren gegeben. Oder du sagst, es ist eben bloß eine Märchengeschichte, die war ja nie da außen. Du kannst den Eiffelturm materialisieren, wenn du willst, wenn du glaubst, dass der auch dann da außen ist, wenn du nicht an ihn denkst, das macht dein Glaube, dann kannst du ihn auch ins Gesichtsfeld holen, als träumender Geist auf die VR-Brille, aber du kannst den Turm zur Babel nicht realisieren, nochmal selbe Spiel wieder. Du kannst, wenn du willst, momentan, jetzt ist nicht momentan, wann ist jetzt ist immer. Ich könnte jetzt sagen, du kannst, wenn du willst, wenn ich immer sage, wenn du Energie reinsteckst, kannst du an der Merkel, der Bundeskanzlerin, die ist jetzt Bundeskanzlerin. Das Problem ist, diese Seite, diese Jahreszahl war auch schon vor 500 Jahren da. Bloß in einem anderen Buch, auf einer anderen Seite.
Im Videoregal ist das alles gleichzeitig. Diese fünf verschiedenen Leben, wo du bloß eins davon siehst zurzeit. Ja. Und das, was ich euch sage, ist keine Märchengeschichte. Das ist das, was das Holofeeling überragt. Alles, was deine momentan ausgedachte Menschheitsgeschichte zu wissen glaubt, die ganze von dir ausgedachte Menschheitsgeschichte, kann nicht anders sein, wie du glaubst, dass es ist. Die kannst du auf einmal eh nicht denken. Das sind immer Gedankenwände. Da musst du in die tieferen Schichten gehen und da bist du natürlich dann hundertprozentig sicher, dass all den Scheiß, wo dir der Peter Fedding oder die Helene irgendwann einmal in den Schulen die Kinder erklärt hat, dass das wirklich in der Vergangenheit so war. Und wieso habt ihr das gemacht? Weil eure Lehrer das erzählt. Und wo wissen die das her? Weil ihre Lehrer das erzählt. Und jetzt haben wir das Problem mit der Annie und mit Nai. Ja. Das Hauptproblem ist chronologisch denken. Es gibt keine Vergangenheit unabhängig von einem jetzt denkenden Geist, der jetzt an der Vergangenheit denkt. Es gilt auch für das, was du Vergangenheit nennst, dieses Prinzip. Das ist der Fakt. Solange du in dem Wahn lebst, falsch erzogen, Worte entheiligst, dass ein Faktum letztendlich eine hundertprozentig bewiesene Tatsache ist, wenn du das Wort wörtlich nimmst, ist es so. Sind wir oft darauf eingegangen, das Faktum, Fahrgericht tun, machen, handeln, da geht es übrigens noch Fakulu, die Fackel kommen, dann kommen wir noch wesentlich tiefer, aber ich bin wirklich sehr, sehr Auszüge von Auszügen sehr oberflächlich. Es ist definitiv hundertprozentig sicher ein Fakt, eine Tatsache, dass wenn du jetzt an irgendetwas denkst, dass das zumindest als Gedanke in deinem Kopf entsteht. Und zwar, weil du es denkst. Das ist das Faktum. Wenn du jetzt an eine Vergangenheit denkst, zum Beispiel an einen Pontius Pilatus oder einen Caesar oder einen Hitler, ist es hundertprozentig sicher, dass der jetzt von dir in deinem feinstofflichen Vorstellungsvermögen, habe ich aus das Buch heraus, erschaffen wird als Gedanke. Das Faktum besteht, dass du das erschaffst, weil du es denkst. Aber nicht, dass das, was du jetzt denkst, in der Vergangenheit war, bevor du es gedacht hast. Ja. Das ist jetzt ein Satz, wenn du den verstanden hast, sind ein Großteil deiner Probleme vom Tisch. Ja. Das beginnt immer, wie wenn ich sage, ich wurde von meiner Mutter geboren. Ich sage, das ist unheimlich logisch, aber nicht besonders geistreich, weil du zuerst einmal dir klar machen musst, was du bist. Wenn ich jetzt zu dir sage, du bist ein nicht denkbarer Geist, das kann deine Mutter, die du dir jetzt denkst, nicht in der Vergangenheit aus ihren Beinen rausgequetscht haben zwischen den Beinen. Klar. Und das Trockennasenäffchen, das wir jetzt denken, diesen Vorgang einer Trockennasenaffengeburt, einer Säugetiergeburt, dieses kleine Wesen, das hier jetzt, weil wir uns das denken, auf die Welt kommt, das hat praktisch noch keinen Geist. Das ist mein zusammengequetschter Schwamm. Mhm. Und jetzt ist es genau umgekehrt. Das sind immer dieselben Geschichten. Du erschaffst deine Mutter durch Denken. Zumindest die Mutter von dem, der du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, bis du dann erkennst, das bin ich ja gar nicht. Das ist ja auch nur ein Gedanke von mir. Ja. Es ist sehr wichtig mit den zwei Seiten immer wieder, was ist richtig und verkehrt. Dass man hier Sachen wiederholen muss, was man zuhören. Ich habe jetzt immer wieder angesprochen, mein Klingelingeling-Beispiel. Das ist so, wenn du deine gewohnte Logik schreibt dir vor, dass da außen auch dann eine Welt ist, wenn du nicht an die Welt denkst. Und dass du mit der Welt, die du dir ausdenkst, überhaupt nichts zu tun hattest. Das ist ungefähr, wir denken uns jetzt mit deinem jetzigen Intellekt, den ich dir gegeben habe, mal ins Mittelalter, wo wir denken, jetzt denken, das ist ein Faktum, dass die damals ja geglaubt haben, sie leben auf einer Scheibe. Wenn man dir das nicht erzählt hätte, könntest du dir das gar nicht vorstellen. Es ist, du verwirklichst Wissen, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Und du bist dir hundertprozentig sicher, das war so. Damit hast du dich entgeistigt, ich kann fast sagen, entgöttlicht, wenn man das Wort Gott als Schöpfer setzt. Du bist ein billiges Abziehbildchen von den ganzen Idioten, dessen Geschwätz du nachplapperst und in deinem Kopf verwirklichst und anfängst mit anderen Idioten zu streiten, weil du ja weißt, dass das, was du glaubst, richtig ist. Ich sage, das Einzige, was du feststellen kannst, das, was du glaubst, erscheint dir logisch und was die behaupten, erscheint dir eben nicht logisch. Aber es ist nur eine andere Logik. Hättest du die Logik bekommen in der Schule, dann würde dir das auch logisch erscheinen. Wenn ich dich immer mein Baby, mein Schwammbeispiel. Das erfordert Demut, das zu akzeptieren, dass jeder, der irgendwas behauptet, wo dir die Haare zu Berge stehen, dass du das auch sein könntest, wenn du in dem Elternhaus, in der Umgebung, zu der Jahreszahl groß geworden wärst. Aber jetzt ist schon wieder ist immer die Verwechslung damit an Gedanken. Das löst sich in der Reife irgendwann einmal auf. Darum habe ich gesagt, die du dir jetzt ausdenkst, diese Pixelmännchen,
die sind jenseits von Gut und Böse, aber die haben auch ihr ganzes Leben durchleben müssen. Es ist einfach so. Und jetzt ist natürlich, dass ich immer wieder sage, wenn man sehr genau wird, Holofeeling erfordert eine absolute Genauigkeit in dem, was man auch überprüfen kann. Nicht diese Hirngespinste, diese Experimente mit den Laserstrahlen. Zeig mir Licht, du kannst mir es nicht zeigen. Ich gehe jetzt da nicht nochmal drauf ein. Da muss man Rauch einblasen, dann sehe ich plötzlich das Licht. Du siehst überhaupt kein Licht. Du siehst dann Rauchpartikel und dann siehst du Rauchpartikel, die eine andere Farbe haben. Dann sagst du, ja, die sind ja jetzt rot, der rote Strahl war der rotes Licht. Ich sage, zeig mir das rote Licht, dann mache ich den Rauch weg. Es sind logische Konstrukte. Und das verwirklicht sich absolut schonungslos wie in einem Computer. Das Programm, wenn ich reingebe, ich mache jetzt ein Computerplanetarium, erinnert euch an Weißenburg, an den letzten Dall, wo ich dieses Planetarium laufen lasse. Ich kann die Sterne in einer komplett anderen Reihenfolge laufen lassen. Ich muss definitiv nur das Programm verändern. Und dann zeige ich auf dem Monitor, dass sich da überhaupt kein Licht von rechts nach links bewegt. Es ist ein Monitor. Die Lampen auf dem Monitor bewegen sich nicht, wenn du sagst, ich sehe doch, dass die Sterne jetzt drüber wandern. Es werden bloß an einer anderen Stelle am Monitor eine andere Lampe eingeschaltet. Was passiert jetzt, wenn du eine VR-Brille aufhast? Das ist ein Monitor. Das ist es mit dem Lesch, diese zwei Sachen. Ist jetzt die Welt digital? Wir haben ja zwei Probleme, sagt unser Professor Lesch. Wir haben zwei Systeme. Wir haben einmal den Einstein mit seiner Relativitätstheorie, wo alles kontinuierlich gekrümmt ist. Kontinuierlich analog praktisch hier, ohne Unterbrechung. Und auf der anderen Seite haben wir die Quantenmechanik, Quanten, wo alles in Schritten geht, diskret, in diskreten kleinen Häppchen. Und beide sind irgendwie nach unseren Berechnungen richtig, aber die widersprechen. Dann habe ich so schön gesagt, pass auf, es ist beides gleichzeitig richtig. Es ist auf der einen Seite die volle Digitalisierung in der VR-Brille. Das sind nur Punkte, wo sich nichts auch nur einen Millimeter von A nach B bewegt. Und selbst die Helligkeit dieser kleinen Lämpchen wird digital in Stufen angesteuert. Und sobald du das Ding aufhast und du weißt nicht, dass du eine Brille aufhast, hast du vor dir einen Golfplatz und siehst einen Golfball fliegen in einer dreidimensionalen Welt, die da außen gar nicht existiert. Und diese Illusion von dreidimensionaler Welt erzeugt im selben Moment auch die Illusion einer kontinuierlichen Bewegung von Gegenständen. Das ist jetzt das gleiche im Wellenphänomen. Ich bin jetzt sehr, sehr laienhaft. Und jetzt ist immer die Frage, wo ich mir stelle, wenn ich dir komplexere physikalische Zusammenhänge erkläre, ich betone immer wieder, alle Formeln, die in den Physikbüchern drinstehen, stimmen. Du wirst von mir nie hören, egal was du mir vorsetzt, dass das nicht stimmt. Du hast bloß den Geist noch nicht, dich so hinzustellen, dass du das richtig sehen kannst. Was nicht stimmt, sind die Erklärungsmodelle deiner Lehrer. Alles, was in heiligen Schriften drinsteht, stimmt. Was überhaupt nicht stimmt, sind die Vorstellungen, die die Worte in dir auslösen. Das sind nämlich physikalische Formeln. Da musst du bloß praktisch Holofeeling studieren und dann werde ich dir das zeigen, dann gehst du in die Holoarithmetik und in die Höhenschrift, nicht in die Kindergartenschriften. Oh, schau mal. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Faden nochmal finden. Die haben uns jetzt rausgeschmissen, die Brösel. Es ist also definitiv so, dass ich nochmal sage, egal was in dir auftaucht, das hat einen Sinn, sonst wird es nicht in dir auftauchen. Du bist der träumender Geist, das ist unser Führerscheinprüfungsbogenwelt. Und es ist das Einzige, was es wirklich geht, dass ich fordere, ist, dass du dir bewusst machst, was jetzt da ist. Es ist, ich habe schon mal erwähnt, es gibt geistreiche Fragen und es gibt logische Fragen, persönliche Fragen. Der normale Mensch, wenn was fragt, der will immer eine ganz bestimmte Antwort haben, wenn mehrere Möglichkeiten da sind. Das heißt, wenn du jetzt ins Internet reingehst und du fragst irgendwie nicht unbedingt nach einer, wie alt ist der und der oder wann ist der und der geboren, weil da wird ja in der Regel nicht drüber diskutiert bei noch lebenden Menschen, wirst du feststellen, dass du ja viele, viele Antworten kriegst. Zum Beispiel, was hilft gegen Kreuzschmerzen? Da kannst du von der alternativen Medizin bis zur Schulmedizin kriegst du eine riesen Palette und unterhalten uns über Krebs. Und dann soll jetzt nur Schulmedizin und Hammer. Das heißt, du hast jetzt schon zwei Möglichkeiten. Es gibt noch viele, viele mehr Möglichkeiten, wenn du suchst, auch mit der Farbenlehre. Da gibt es jetzt erst einmal bekannterweise in deiner Schulerziehung hängst du nur in der newtonschen Farbenlehre. Wir haben aber auch noch eine goethische Farbenlehre und es gibt, wenn du da mal wirklich mal nachsuchst, gibt es 40, 50 verschiedene. Du musst bloß lange genug willen und dann wirst du immer wieder neue Farbensysteme, die alle in sich geschlossen logisch sind, aber sich sehr oft widersprechen. Und jetzt kommt die Frage, welche ist richtig? Ich sage, die Antwort ist ganz einfach. Das ist einmal die, an die du glaubst
Und wenn du noch keinen Glauben hast, wirst du von irgendjemandem hören, welche dieser Denksysteme richtig ist. Wir können dafür Denksysteme Religionen setzen. Und das zersplittert in eine unendliche Vielfalt von Möglichkeiten. Mir fällt jetzt da spontan, ich müsste jetzt mal einen kleinen Moment, ich suche es mal schnell. So, da haben wir es doch schon. Das ist also hier, findest du auf der Holofeeling-Seite, die Seite, die 10 Plagen Jahres. Und das ist jetzt dieses Zerspringen. Das ist jetzt ein Beispiel, das man sehr vielfältig nennt. Was stimmt eigentlich? Das ist jetzt eine Frage von normalen Menschen, wenn ich Widersprüche habe. Du wirst mit so vielen verschiedenen Meinungen und Religionen konfrontiert. Und das habe ich jetzt hier in die 10 Plagen mit rein, weil das ja auch eine Plage in der moderneren Form ist. Und da heißt es jetzt, wenn du Geistesfunk behauptest, ich bin ein Moslem. Das bist du natürlich nicht. Du bist jetzt derjenige, der sich an Trockennasen aufhängt, der in seinem blauen Ich den Moslemglauben drin hat. Dann frage ich, ob dich geistige Schlafmütze jetzt, was für einer? Ein sunnitischer, ein schiitischer, ein Sufi, ein Bahai? An wessen einseitig ausgelegten Lehren Mohammeds glaubst du? Weil die ganzen Moslems greifen wie auf den Koran zurück. Aber komischerweise, dass Hanfi oder Shafi oder Maliki oder Hanbali oder Shi'i das komplett anders auslegt. Wenn du Geistesfunk als geistige Schlafmütze behauptest, ich bin ein Buddhist, dann frage ich dich jetzt, was für einer? Ein tibetanischer Buddhist, ein japanischer Zen-Buddhist? An wessen einseitig ausgelegte Lehre Buddhas glaubst du? An die von Dijama, Jada und so weiter und so weiter? Du kannst es lesen, es steht da. Ich tue mir jetzt da meinen Mund nicht verbiegen mit der Niveau. Dieses Fragespiel können wir auch mit allen anderen von dir geistig und jetzt ausgedachten Glaubenssystemen weiterspielen. Das ist das große Problem, dass hier immer wieder von sich widersprechenden Möglichkeiten bloß einstimmen kann. Und jetzt sage ich, solange du das Problem hast, hast du mein Tassenbeispiel nicht verstanden. Ich sage, das ist eine Tasse, einer sagt, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links, der andere sagt, der Henkel ist in der Mitte. Und jetzt streiten die, wer recht hat. Oder etwas komplexer, wo ich gesagt habe, wir machen mal für die Tasse, die keiner kennt, nimm mal ein Fortbewegungsmittel, das nennen wir Auto. Und einer, die sehen nur kleine Einzelteile aus dem Ganzen. Einer sagt, ein Auto ist eine Zündkerze, der andere sagt, nein, ein Auto ist ein Zahnrad, der andere sagt, nein, ein Auto ist ein Stück Schlauch, ein Benzinschlauch, der andere sagt, ein Auto ist ein Sitz. Die haben alle recht. Aber so kommst du nicht in die Einheit. Die Einheit, die Kollektion ist etwas, was nicht gedacht werden kann, es kann gewusst werden. Ich gehe mal davon aus, dass die Fettigen wissen, was Überlingen ist. Das wissen die Donis auch. Eigentlich jeder normale Mensch, der eine Erdkundeerziehung in Deutschland erfahren dürfte. Aber was jetzt hochinteressant ist, ich behaupte jetzt wieder, ich bin der Erste. Ich bin der Erste, ich behaupte das, was jeder überprüfen kann. Du wirst mir keinen allereinzigen Menschen bringen, der jemals Überlingen gesehen hat. Ja. Das ist eine Sache, da stürzt jeder Materialist ab. Sag das zu irgendwen, darum sage ich, ist interessant. Der Erste behauptet nur das, was jedes Kind ohne Schulbildung überprüfen kann. Was ich behaupte, die Zweiten behaupten Sachen, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Du wirst mit Entsetzen feststellen, dass in deiner Traumwelt alle Menschen nur den Zweiten glauben. Und wenn jetzt der Erste auftaucht, als Brösel Uda zum Beispiel, dann sagen alle, das ist ja Spinner. Das ist auch dein Problem gewesen ein Leben lang und du leidest immer noch dran in deinem Alltagsbewusstsein, wenn du wieder in die Vergessenheit gehst. Also ich behaupte, es hat noch nie irgendeinen, den du dir ausdenkst, nicht einmal du Geist, Überlingen gesehen. Weil sobald du was siehst, baut sich in dir eine Existenz, ein Bild auf. Wie sieht ein Überlingen aus? Ich habe das immer reduziert, wenn ich sage, du hast noch nie mal deine Küche gesehen. Zeig sie mir. Du weißt, was deine Küche ist, aber wenn du in die Küche reinschaust, wenn ein Bild von dir gesehen wird in deinem Gesichtsfeld auf der VR-Brille, dann ist da plötzlich ein Kühlschrank oder ein Herd oder ein Waschbecken oder ein Schränkchen, aber Kühlschrank ist ja keine Küche. Das heißt, du hast kleine Facetten aus einer Kollektion von Möglichkeiten, was natürlich jetzt in Bezug auf eine Stadt, das habe ich schon auch zigfach erklärt, da kann ich mir jetzt zum Beispiel auch die Menschen denken. Ich kann mal Vergangenheit von einer Stadt denken, könnte alles zu Überlingen oder wie man die Stadt nennen. Diese simple Logik ist dann irgendwie logisch, wenn man das nachdenkt, ne Holger? Das ist elementar. Das ist, die leiden alle dran, die Schwätzer, die von der Matrix reden, egal was keiner in Frage stellt, ist das unabhängig von ihnen selbst, da außen, unabhängig von ihnen, außerhalb von ihnen, eine Welt existiert, die auch dann da ist, wenn sie nicht dran denken.
Und ich sage, der Außen existiert gar nicht, halt einfach mal das zweite Gebot. Das ist ja wiederum nur religiöses Geschwätz. Ich sage, du wirst mit einer unendlichen Demut irgendwann einmal begreifen, dass dein eigenes Dasein, die ganze Welt aufbauen, nirgends präziser beschrieben ist wie in den Heiligen Schriften. Ich nehme ja immer in erster Linie jetzt die Tora, und ich habe so oft am Anfang mal erwähnt, ich spreche jetzt in dem jüdisch-christlichen Kontext im Hintergrund, weil das an der tiefen Schicht auf deinem Programm drauf ist. Wir können das auch mit hinduistischen System machen. Ich weise immer wieder auf meine Upanishaden hin, die viel, viel komplexer sind wie die hebräische Tora. Das ist ein Grundprogramm. Gehört alles zusammen, alles ist wichtig. Und versucht es jetzt bitte nicht mit einer momentanen geistigen Reife irgendwie zu verstehen. Das kriegst du alles noch bei Zeiten gegeben von mir. Und es ist alles jetzt schon in dir drin. Und was jetzt natürlich immer wieder wichtig ist, was ich sage, du hast in der Rolle, die du zurzeit spielst, überhaupt nichts zu verändern. Da hören die Leute auch nicht zu. Holofeeling erfordert überhaupt nicht, dass du an einer Rolle was veränderst. Da kriegst du keine Regeln, du musst nirgends eintreten, nirgends austreten, du kannst es nicht mit Geld kaufen. Das sind wir gerade jetzt die alten Hasen, die Donis und die Fettings, die ja hier das schon wirklich jetzt fast ein Vierteljahrhundert, kann man sagen, sich mit Holofeeling auseinandersetzen. Da ist überhaupt noch nie ein Wort gefallen, was die verändern sollten an ihren Lebensstil, dass der sagt, wenn einer kein Fleisch ist, nachher ist halt weiter kein Fleisch. Dann sage ich aber, warum magst du das? Das ist einseitig. Die Fettings, diese Offenbarung, nachdem sie nach vielen Jahren mal wieder, weil sie hier gemeint haben, man wird ein besserer Mensch, wenn man kein Fleisch isst. Becher, die göttliche Botschaft, rein zufällig heißt das hebräische Wort Becher auch die göttliche Botschaft, in jedem hebräischen Wörterbuch. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esse es. Sei es selbst. Da muss man aber die Vatersprache verstehen. Und die Vatersprache wird niemals ein Gedanke, den du dir denkst, verstehen. Das musst du auf dich wirken lassen. Es versteht nur, der sich die Sachen denkt, der sich was ausdenkt, aber niemals ein Gedanke. Es ist vollkommen sinnlos, irgendwelchen ausgedachten Figuren, ich nenne das Gedankenwellen, erklären zu wollen, was Ewigkeit bedeutet. Nur Geist ist ewig und er ist ewig, weil er etwas nicht Denkbares ist. Er erlebt sich selbst in unendlich vielen Facetten, das sind seine Gedankenwellen. Der Geist ist immer. Ganz einfache Sätze. Tausende Male wiederholt, wenn du die letzten 100 oder 1000 Selbstgespräche, die du anhörst. Hast du sie schon verstanden? Du bist immer. Ich sage immer wieder, der Udo ist es nicht. Die Fettings, die Pixelmännchen sind es auch nicht. Auch nicht der Körper, der du zu sein glaubst. Und dann kann ich immer und wieder erzählen, vor was hast du eigentlich Angst? Vom Krankwerden? Von der Auflösung? Das, was du bist, kann sich nicht auflösen. Du bist schon nichts. Und das, was du zu sein glaubst, ist schon weg, wenn du nicht dran denkst. Das, was für jeden Gedanken, für jede Gedankenwelle, für jede sinnlich wahrgenommene Information gilt. Und wenn ich jetzt die in deiner jetzigen Logik, die du zum Denken benutzt, sage, du warst ja angeblich einmal ein Säugling und dann bist du ein Schulkind geworden, dass da schon immer diese Veränderung da war. Es ist so unendlich geistlos, einen Trockennasen auf dem Körper am Leben erhalten zu wollen. Ja. Es ist da, was du den Geldwahn irgendwann einmal begreifen, diese unendliche Verlogenheit von guten Menschen, das sind auch die ganzen Bios, die ja nicht das und das nicht essen, dass ja nichts an ihren heiligen Körper hinkommt, der so weit weg ist von Heiligkeit als Erscheinung. Eine winzige Facette von Möglichkeiten, die du ausdenken kannst, mit der du dich verwechselst. Ja. Ja. Das muss man akzeptieren und darum versuch niemals an Gedanken von dir was zu erklären. Ich sage immer wieder von vornherein, ich spreche jetzt mit dem Geist, der mich ausdenkt. Mich meine ich jetzt. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich jetzt? Jetzt sage ich, mach doch einfach, überprüfe, ich bin der Erste, schau, was jetzt da ist. Schau, was du jetzt sprechen hörst. Das bin nicht ich. Du wirst wohl nicht glauben, dass der kleine Dicke da unten irgendwas zu sagen hat. Das ist ja das Verrückte, dass dieses Sprechen mit der Stimme, wenn ich immer sage, wenn man mal mit dem Doppelschritt beobachtet, der Doppelschritt ist etwas, was allen abgeht, auch den weißen Menschen. Wenn ich immer sage, es gibt durchaus eine Schicht hier an Weisheit, eine gewisse Sehne, natürlich, die gibt es jetzt nur, weil wir uns das ausdenken, die Eckhard Dolles, wie sie heißen, die Karl Renz, die sind schon ziemlich nah dran. Mhm. Aber nicht mit dem Doppelschritt. Ja. Genau. Da ist nämlich die Schwierigkeit, dass die so weit gehen, dass sie schon dann immer wieder, je nach Formulierung, dass sie sagen, ein Gedanke ist was anderes wie der es denkt.
Aber dann wird es schon eng, dass selbst der Denker ja schon was Ausgedachtes ist. Da muss einer da sein, der sich den Denker ausdenkt. Und dann ist Schluss. Und ich sage, da muss einer da sein, der sich einen ausdenkt, der sich einen Denker ausdenkt. Und jetzt kommst du in einen Bereich, wo es keine Unterschiede mehr gibt. Jetzt kommst du erst in den roten Bereich. Und da ist dann auch kein Unterschied zwischen UB, zwischen JCH und ICH. Die drei roten, die Trinität, die ich am Anfang erklärt habe. Und dann wirst du merken, dass die Perspektiven sich widersprechen. Und du immer wieder dazu neigst, eine Perspektive als richtiger anzusehen. Da gibt es kein richtig. Ist jetzt, wenn ich einen Kegel anschaue, wenn ich mir einen Kegel ausdenke, ist der Kreis richtig oder das Dreieck richtiger? Das ist, oder wir machen mal die Facetten, wir machen ein Menschenleben vom Säugling bis zum Kreis. Welche dieser Körper, die du dir zusprichst, ist richtiger? Es sind Facetten einer Einheit. Setz für das Leben wieder unser Auto mit den Einzelteilen, wo ich gerade davon gesprochen habe. Was ist richtiger am Auto? Die Zündkerze oder der Benzinschlauch? Das macht alles keinen Sinn. Diese einseitigen Fragen machen keinen Sinn. Und da gieren normale Menschen, die wir uns ausdenken, danach. Du hast auch ein Leben lang danach gegiert. Eine Gier nach dem Richtigen. Ich will ja an nichts Falsches glauben. Ja, klar. Wenn einer sagt, Holofeeling ist richtiger wie die anderen Glaubenslehren, hat er Holofeeling nicht verstanden. Das ist nicht richtiger. Weil wenn es richtiger wäre, wäre es ja nicht falsch. Das ist die höhere Ebene, ist was ganz, es ist allumfassend, es ist Vollkommenheit. Es ist vollkommenes Denken, das nichts, absolut nichts als unwichtig ansieht. Wenn man wiederholt, wenn ich jetzt nochmal mache, unser Klingelingeling-Beispiel, wo ich tausende Mal, ich sage immer tausende Mal, ist eigentlich nur einmal. Das ist das eine Mal, wo du es verstehst. Aleph, Aleph. Wenn wir das Klingelingeling-Beispiel nochmal machen, mit deiner gewohnten Logik zu denken, in dir taucht ein Geräusch auf, ich sage immer Klingelingeling, und dann denkst du an dein Handy oder an die Haustierglocke, je nachdem welches Geräusch das ist. Genauso wie wenn der Holger jetzt Andrea hört, dann denkt er an einen ganz, ganz bestimmten Menschen. Komischerweise, wenn ich in dem Holger-Buch jetzt zurückblätter, 10 Jahre, das Wort Andrea, hat da das Wort Andrea was ausgelöst in dir? Nix, irgendeine weibliche Person, ich kenne keine Andrea. Merkst du, wie das passiert? Die war aber schon, die jetzige Andrea war schon vor 10 Seiten vorher da. Das ist mit jeder Seite, mit jedem Leben, wo du dein Leben durchlebst, wirst du neue Informationen kriegen und die musst du wie Puzzlestücke zusammensetzen. Aber ich mache nochmal das Wesentliche an dem Klingelingeling-Beispiel. Das bei dem Klingelingeling-Beispiel sieht so aus, dass hier, wenn du jetzt in dich reinschaust, und ich sage immer wieder, der Sinn deines Daseins ist den Glauben, dieses Leben, das du durchlebst, diesen Schwanginhalt, moderner ausgedrückt, dieses Programm zu durchschauen, wie du funktionierst. Das heißt, du schaust jetzt rein und fragst dich, warum klingelt das jetzt? Und dann wird deine Logik dir folgendes sagen, weil da außen einer ist, der mich anruft. Ja, ja. Natürlich jetzt, wenn du tiefer reinschaust, wirst du feststellen, da außen muss jetzt irgendein Telefon oder Handy in die Hand nehmen, dann wählt ihr meine Nummer, dann geht von dem Telefon irgendwie zu irgendeinem zu einem Sender, wenn es ein Handy ist, was, und dann geht das Signal dann nochmal und dann geht es zu meinem Telefon und da ist dann irgendwas, was Schallwellen auslöst und dann geht es in mein Ohr rein. Das hat ja jeder in sich drin, das nenne ich Allgemeinbildung. Übrigens hat es jeder in sich drin, weil ich das in den Schwamm so mit reingeschrieben habe in das Programm. Und dann höre ich das Klingeln. Ich sage, das ist jetzt vollkommen logisch, das ist bloß ein Problem, das ist das Geschwätz vom Zweiten. Wenn du das jetzt natürlich überprüfen willst, kannst du einiges überprüfen. Du kannst einen materialisieren, von dem du glaubst, der ist auch dann da, wenn du ihn nicht denkst. Und ich sage immer wieder, Prinzip bedenkt, um was zu überprüfen, musst du es ja denken und dann ist er ja da. Ich sage, er ist dann nicht da, hundertprozentig sicher, wenn du ihn nicht denkst. Dein Glaube schreibt dir vor, dass diese Sachen auch dann da außen sind, wenn du sie nicht denkst. Das ist eigentlich schon logisch, aber nicht besonders geistreich. Und jetzt sage ich, jetzt machen wir die andere Seite. Wir gehen jetzt auf die Seite rum und jetzt gehen wir in einen Bereich, was ich überprüfen kann. Ich bin der Erste und ich sage jetzt Folgendes. Du siehst ständig wechselnde Informationen in deinem roten Kopf. Du kannst dir das auch in einen blauen Kopf reindenken mit dem Programm. Das heißt, da taucht nie aus dem Nichts ein Klingelingeling auf, das ist nämlich ein Reizauslöser, da hast du keinen Einfluss drauf. Und weil dieses Klingeln auftaucht, wirst du mit deinem Werte- und Interpretationsmikrofon, ob du willst oder nicht, an das Telefon denken. Das ist ja dann da, es existiert in dem Moment. Dann fragst du dich vielleicht, wer ruft mich jetzt an? Dann werden sich die Bilder
für kleine Momente, wenn sich die Bilder verschieben auf deiner VR-Brille, und dann wirst du für einen kleinen Moment, ich mache es jetzt mal so, dann wirst du für einen kleinen Moment, wenn du überhaupt drauf aufpasst, da gehe ich dann nochmal drauf ein, wirst du einen Telefonhörer real spüren, natürlich nur, wenn du dran denkst, dass er Gewicht hat, dann hältst du das ans Ohr, drückst auf einen Knopf und dann hörst du wieder neue Geräusche, wie das Klingelingeling. Und ich verspreche dir, in dem Moment ist der Telefonhörer schon wieder weg. Weil die neuen Geräusche, die neuen Worte schon wieder deine Bilder in deinem Kopf austauschen. Ja, das ist das, was dir der Erste erklärt. Das ist einfach nur schauen, was passiert. Das ist die reine Meditation, die Selbstbeobachtung. Mhm, genau. Und das steht jetzt im Widerspruch zu dem, was du vorher geglaubt hast. Und jetzt ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das Beispiel ist übrigens auf zig Selbstgesprächen drauf. Ja. Jetzt ist ganz wichtig, das sage ich jedes Mal dazu, dass du es irgendwann einmal verstehst, wenn du das jetzt erst einmal hörst. Ich sage jetzt nicht, das ist richtiger, wie das, was du vorher geglaubt hast. Immer dran denken, jede Vorstellung von richtig ist eine Richtung. Wenn du sagst, der Hängel ist rechts und einer behauptet, der Hängel ist links, ist das die Kehrseite, würdest du das von der anderen Seite anschauen, dann wäre es richtig, dass der Hängel links ist und plötzlich ist der Hängel rechts verkehrt. Von der linken Seite gesehen. Was der Unterschied jetzt ist, und das ist neu, wir haben zwei Seiten, die beide vollkommen richtig sind für den, der auf der Seite steht. Das heißt, es war ja dein Leben lang vollkommen logisch, sprich richtig, dass dein Telefon klingelt, weil dich einer anruft, der auch dann da ist, wenn du ihn nicht denkst. Jetzt mit der anderen Seite ist es so, weil es klingelt, denkst du dir jemanden aus, der erst in dem Moment zu existieren anfängt. Das heißt, die Ursache für den Anrufer, den du dir denkst, ist das Klingeln. Die andere Seite sagt, nein, die Ursache für das Klingeln ist der Anrufer. Ja. Was jetzt genau der Unterschied ist, beide Seiten sind richtig und beide Seiten sind verkehrt. Das hängt davon ab, welches Denkmodell du nimmst, aber es gibt trotzdem einen wesentlichen Unterschied. Die eine Seite, die erklärte der erste, die kannst du hier und jetzt sofort überprüfen und beschwören. Und die zweite Seite ist zwar logisch, aber die kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest, weil das aufbaut auf Geschwätz vom Zweiten. Das ist die Seite vom Ersten und die Seite vom Zweiten. Da aber jetzt der Erste dir erklärt, dass das vom Zweiten auch logisch ist. Du kannst es bloß nicht überprüfen, das erfordert blinden Glauben. Du kannst es aber durchaus, wenn du das glaubst, in deiner Vorstellung, in ständig wechselnden Bildern, verwirklichen. Das ist zum Beispiel das heliozentrische Weltbild. Es gibt keinen, ich bin der Erste, es gibt keinen aller einzigen Menschen, der jemals gesehen hat, dass da außen ein heliozentrisches Weltbild ist. Es gibt überhaupt keinen, der jemals gesehen hat, dass die Erde eine Kugel ist. Zeig's mir. Zeig's mir. Es geht nicht. Alles, was du mir jetzt zeigst, ist wie, zeig mir Überlingen. Ja. Was jetzt eigentlich das Entsetzliche ist, was dich sehr auffüllen wird, wenn dir das einmal bewusst wird, dass du zuerst einmal in deinem Traum bloß Wahnsinnige hast und der größte Wahnsinnige bis jetzt war der, der du selbst zu sein geglaubt hast. Ja. Das ist der Reinigungsprozess. Ja. Lang dir jetzt erst an die eigene Nase. Auf einer etwas höheren Ebene wirst du feststellen, dass eigentlich die ganzen Idioten, die um dich herum von dir ausgedacht werden, eigentlich nur Spiegelungen deiner eigenen Idiotie sind. Genau. Das heißt, wenn du deine Welt verändern willst, und das ist jetzt nicht deine Aufgabe, die Welt zu verändern, sondern in dem Leben hast du die Aufgabe, jetzt erst einmal zu erkennen, was du selbst bist und wie du funktionierst. Ja. Und da unterstütze ich dich ganz gewaltig. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt, wenn du dir immer wieder die Frage stellst, was will er mir jetzt damit sagen? Und ich sage dir jetzt allererstes, dass du zuerst einmal dich über nichts und niemanden mehr aufregst und dass du vor nichts und niemandem Angst hast. Weil solange du vor deinen eigenen Gedanken Angst hast, hast du dich komplett entmachtet. Solange du Angst hast, dass du den Körper verlierst, weil du den ja zum Überleben brauchst, verdammt nochmal, dieser Scheißdreckskörper braucht dich, der existiert doch gar nicht, wenn du ihn nicht denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn jetzt der Zweite noch in dir wirkt, ist der Erste natürlich wieder ein totaler Spinner. Das ist das, was du erkennen musst, dass alles, was der Erste sagt, von der Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis, als Spinnerei angesehen wird, obwohl der nur das ausspricht, was du überprüfen kannst. Die wollen es nicht wahrhaben, denn ich kann es nicht anders. Mach dir keine Gedanken über korrupte Politiker oder was, es sind jetzt nur Gedanken. Du kannst doch die Gedanken, die du denkst, nicht vorwerfen, dass sie so sind, wie du sie denkst.
Egal, um wen es geht. All die ganzen Schwätzer, die Recht haben wollen. Ihr kennt doch den alten Satz vom Udo. Alle, die Recht haben wollen, haben kein Recht. Sonst würden sie es ja nicht haben wollen. Ich bin überhaupt kein Rechthaber. Ich sage einfach das, was ist, und ob es einer glaubt oder nicht glaubt, ist mir vollkommen wurscht. Das, was ich euch mit Holofeeling gebe, ist das größte Geschenk, was je überhaupt ein Geistwesen bekommen hat auf deiner Ebene. Ja. Wenn du es zu nutzen weißt. Aber bei der Masse ist es Ballen vor die Säue werfen. Ja. Mache ich ja gar nicht, interessiert mich nicht. Das klingt immer so herzlos, wenn ich sage, die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir am Arsch vorbei. Es sind Figuren in einem Raum. Auch so ein Satz. Ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Ich kann die Figuren in einem Raum nicht retten. Jetzt ist natürlich schon wieder die Frage, was ist wach werden? Ganz falsche Vorstellung. Um etwas wahrnehmen zu können, muss das da mal ein Bewusstsein da sein. Das ist natürlich jetzt ein ausgedachtes Bewusstsein, ist kein Bewusstsein, das ist ja schon ein Objekt von jemandem, der sich ein Bewusstsein ausdenkt. Bewusstsein kann man nicht haben und Geist kann man nicht haben, das kann man bloß sein. Haben wir so oft durchgespielt. Aber um etwas erleben zu können, muss einer da sein, der in der Lage ist, was zu erleben, das ist nur Geist. Und etwas, was erlebt wird, ich sage, der, der es erlebt, ist immer im Meer, darum dieser schöne Name El Hayom. Und das, was erlebt wird, sind die eigenen Gedankenwellen. Die Gedankenwellen sind ein oberflächliches Phänomen, es ändert nichts an dem Meer. Das heißt, der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist und du wirst mit einer gewissen Selbsterkenntnis in Bezug auf dich selbst rot geschrieben. Wirst du feststellen, dass du dich im Laufe deines Lebens, egal wer du jetzt zu sein glaubst oder wie alt du dich jetzt körperlich wähnst, ich sage mal, auf welcher Seite du in deinem Lebensbuch bist, dass du, der Leser, der ja nicht keine Figur im Buch ist, dass du überhaupt nicht älter geworden bist. Also geh mal davon aus, normal gedacht, ob das die Feddings oder die Donis jetzt sind, dass wenn jetzt die Margot oder die Helene sich Gedanken machen, was koche ich heute Mittag? Dass der, der jetzt da grübelt, was er kocht, dass der Geist komplett derselbe Geist ist, wie wenn wir jetzt diese zwei alten Suppenhühner denken, dass sie 20 oder 25 waren. Stimmt oder stimmt? Das kannst du an dir selber nachvollziehen. Wenn du in den Spiegel schaust, jetzt der Holger, der alte Sack, und der, der schaut, wenn du mal dich nicht mehr mit dem Spiegelbild oder mit dem Formspiegel verwechselt, der reine Geist, der diese seine eigenen Informationen anschaut, der Schauende ist nicht älter geworden, weil er etwas ist, was nicht in Erscheinung treten kann. Es ist zeitlose Ewigkeit. Was ich dir zurzeit erkläre, du bist ich. Du bist ich. Für den reiße ich mir den Arsch auf, sagt der Udo immer. Nicht für irgendeinen vergänglichen Gedanken. Glaub mir, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht versuche, einer vergänglichen Erscheinung zu erklären, wie sie überleben kann. Oder dass sie ewig lebt. Das macht, das interessiert mich nicht. Dann aber doch wieder, wir haben immer zwei Seiten. Das ist, wo ich weiß, und jetzt kommen diese Missverständnisse, wenn ich sage, wie kann ich merken, ob hinter einer Figur in meinem Traum ein Geist steckt. Ich habe doch schon gesagt, es ist hinter den ganzen Figuren, egal was du denkst, ist ein Geist, nämlich der, der sich's ausdenkt. Ich kenne meine Schäfchen, die ich heimsuche. Und die, die sich meine Schäfchen ausdenken, das sind immer bloß vergängliche Randerscheinungen. Das heißt, der Wachwerdeprozess, und das ist dieser alte Satz, wo man was in dem Moment, wo du weißt, dass du jetzt schläfst und träumst, in dem Moment, wo du das hundertprozentig sicher weißt, bist du wach. Wenn du dich jetzt als ein materialisierter Körper wähnst, in einer Welt, die unabhängig von dir selber existiert, schläfst du. Ihr meint immer, Wachwerden ist irgendwie das in einen anderen Bereich kommen. Das heißt, in dem Moment, wo du wach wirst, wird sich oberflächlich überhaupt nichts verändern. Das ist meine erste Botschaft. Das ist das, was man die wirkliche Erleuchtung nennt. In dem Moment, wo du die wirkliche Erleuchtung erreichst, wirst du zuerst einmal erstaunt sein, weil die vollkommen unspektakulär ist. Es ist der Moment, wo du das, was ich dir erzähle, plötzlich, dass dir das hundertprozentig klar ist, was du bist und was deine Gedanken und deine Informationen sind, dass es an dir nichts ändert. Und du sitzt dann immer noch als Brösel gefüllt, wenn du an deinen Körper denkst, da und die Welt und alles, wenn du rumläufst zum Einkaufen fährst, es hat sich nichts verändert. Das ist jetzt ein ganz eigenartiges, aufgespanntes, es ist wirklich verstanden, unendlich spektakulär, obwohl es total unspektakulär ist.
weil es eigentlich nichts ist. Ja, genau. Und ob das jetzt nur begriffen ist, weil du das jetzt von dem Lautsprecher hörst, weil ich dir das erzähle, oder ob du es wirklich verstanden hast, ich sage, du bist der Erste, der es mitkriegt. Von dem Punkt an hast du von nichts und niemand mehr Angst. Du wirst immer noch, wenn ich immer wieder sage, körperlich reagieren, Schweißausbrüche kriegen. Aber wenn du verstanden hast, dass du das nicht bist, ist es wie wenn du einen Film anschaust. Ja. Ich habe so oft gesagt, du kannst durchaus was real erleben, obwohl du es eigentlich gar nicht real erlebst. Das gilt jetzt für Schmerzen, da habe ich dieses kleine Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel, du schaust irgendeinen Film an, der dich total ergreift und du fängst zum Heulen an. Dich meine ich jetzt nicht, dich Geist, sondern die Figur, die Rolle, die du spielst, der Körper, der du zu sein gabst. Und wenn du dich dann als Geist selber beobachtest und du sitzt da, das ist ja nicht nur, dass die Tränen, das Feucht, das ist ja mit einem Gefühl verbunden. Wenn man sich da so in einen Film reinfallen lässt, das kann einen ja abschütteln innerlich, vor allem wenn man allein ist, kann man das ja mehr besser laufen lassen. Aber interessant ist, dass mit der Abkopplung, dass es ja nur ein Film ist, obwohl du das jetzt körperlich real, diese Tränen, dieses, was auch immer für ein Gefühl sich aufbaut, dass das eigentlich nichts ist, weil es dich eigentlich gar nicht belastet, weil du eben die 4 Stufen der Vergessenheit durchschaut hast. Und wie weit du in den 4 Stufen der Vergessenheit noch drin steckst, das ist immer wieder bloß eklige Bilder im Fernsehen. Ich sage jetzt wieder die Frau, die den Kopf abgeschnitten hat. Kannst du dich mal selber testen, wenn du das Video anschaust? Das verboten ist, also mir als Brüssel-Udo reicht es ja schon, wenn hier irgendwie extrem schöner Schönheitsoperation ist und die schneiden eine weibliche Brust auf und ziehen die auseinander. Da schüttelt es mich dann ab ohne Ende. Aber ich lache im selben Moment dabei. Aber das Gefühl ist da, weil ich immer wieder sage, du hast an deinem klassischen Reaktionsprogramm, an dem Film nichts zu verändern. Die Veränderung besteht darin, dass du erkennst, dass du das nochmal bist. Sondern dass du der bist, der es erlebt. Gedanken von dir können nichts erleben. Die können auch keine Schmerzen haben. Haben wir so oft drauf eingegangen. Jetzt, wenn wieder einer aufschreit, weil es das erste Mal hört, so ein Blödsinn. Ich sage nachher, studiere einfach die Ohrenbohrungen oder leide weiter. Ja. Wenn du die Reife hast, du kannst es nicht erzwingen, das passiert von selber, diese innere Gleichgültigkeit. Und dann kommt natürlich Schritt für Schritt das Loslassen lernen. Das Loslassen von den altbewährten angeblichen Meinungen. Und das wird so unendlich einfach, umso mehr man begreift, dass nichts in einen Traum für die Ewigkeit erschaffen ist. Das beginnt schon beim Museen, das ist alles vollkommener geistloser, materialistischer Schwachsinn. Diese Vorstellungen entstehen aufgrund eines Schwamminhalts. Hättest du das nicht, würdest du das gar nicht denken. Glaub es mir, das ist, wenn du das wirklich einmal richtig analysierst und anschaust, du schaust ein Haus an oder im Kölner Dom und dann ist das ganze Wissen, wie viele hunderte Jahre die da gebaut haben, das ist doch alles nur Hirnschiss, das du nachblabberst, Geschwätz vom Zweiten. Ja, absolut. Auch wie dein menschlicher Körper funktioniert. Und da können wir mal in die Matrix reingehen mit Krankheiten. Wir werden uns mal ein paar Krankheiten anschauen und mit Holofeeling, mit dem Matrix-Code entschlüsseln. Und da wirst du dich wundern, wie leicht es mit der Vordersprache geht und es raubt dir immer mehr den Atem. Aber euch muss ich das eh nicht schon sagen, weil ihr das ja eh seit 20, Vierteljahrhundert fast studiert. Aber für einen, der neugierig ist. Und da ist immer wieder hier dieses ganze Geschwätz von Getriebensein. Ich sag, die Zeit, wo du verblemberst, mit Blödsinn könntest du dich hinsetzen und dich geistig ernähren. Aber da musst du Interesse zeigen. Warum sag ich, Geist zeigt sich durch Neugier. Ja. Egal, auf was du zurzeit neugierig bist. Ich sage jetzt nicht, dass man die Offenbarungen studieren muss. Du lernst nur, wenn du neugierig bist. Du lernst überhaupt nichts, wenn du irgendwie was reintrichterst, weil du meinst, das bringt dir was in Bezug auf dein Leben als Mensch. Es bringt überhaupt nichts. Alles, was man macht, muss man aus Liebe machen und dann ist ein Lernprozess dabei. Und wenn es bloß Kochen ist. Das ist das pure Handwerk, es ist immer wieder, wenn du, das ist dir gegeben oder es ist dir nicht gegeben. Du kannst durchaus immer mechanisch, du kannst jeden Klavierspielen beibringen. Jeder kann das lernen. So wie du jeden Lesen und Schreiben beibringst, kannst du jeden Klavierspielen beibringen. Und wenn der lange genug lernt und übt, wird er irgendwann nochmal relativ gut spielen. Aber du wirst merken, ob er dann wirklich spielt, dass das Herz aufgeht. Und es klingt oberflächlich, wenn dann musikalisch ist, oft sehr, sehr gleich. Wenn ich viele, viele Beispiele mache. Wenn du hören kannst, merkst du so einen Riesenunterschied. Und das ist, als Mensch hast du Besonderheiten. Wenn du sagst, ich kann da nichts, ich weiß ja nichts, absoluter Blödsinn. Denk an mein Kabelsteckerbeispiel. Du bist der Kabelstecker für deine Welt. Wenn du nicht funktionierst, funktioniert die Welt nicht. Und jetzt
frage ich dich, ob deine Welt, die du dir zurzeit ausdenkst, mit der du von Zeitungen und Medien und Fernsehen und Nachrichten, die ja in deinem Traum auftauchen, aufgrund deines momentanen Führerscheinprüfungsbogenprogramms, ob du das schon gecheckt hast, dass du die Ursache bist für das, was im Fernsehen kommt. Zumindest bist du zuerst einmal der, der sich den Fernseher ausdenkt und der sich das Programm nicht raussucht, für sich erschafft, um zu lernen. Raussuchen tust du dir als Träumer in der Geist überhaupt nichts. Das ist wie unser Ron, wenn er sagt, ich kann nicht anders. Oh! Also wir machen das nochmal, wenn dann immer einer sagt, ja, ich kann ja nicht anders. UB lässt mich das machen. Ich sage, UB lässt dich überhaupt nichts machen. UB ist ein ausgedachter Gott. Ich wiederhole das nochmal, unter Gott, der macht das, was der, der sich Gott ausdenkt, der bestimmt, was der ausgedachte Gott macht. Das ist ganz, ich sage immer wieder, wenn du von Gott redest, ob du den UB oder Gott nennst, da müssen wir zuerst einmal festlegen, was wir uns darunter vorstellen. Und ich sage, wenn wir uns die Substanz von allen Gott nennen, Geist, Energie, dann ist das wie 200 Gramm rote Gnede und die Gnede bestimmt nicht, welche Form sie annimmt. Genau. Also das ist ein totales Missverständnis. Die Gnede bestimmt nicht die Form. Genau. Dann kann ich sagen, okay, dann denken wir uns an Schöpfer, der Gnede eine Form gibt. Ja. Aber das ist dein eigenes Ego. Das ist der Ego, das ist der Intellekt, genau. Das Ego gibt deinem eigenen Geist die Form. Jetzt sind wir wieder am Anfang unseres Gespräches. Weil ich die Trinität erklärt habe. Die hörst du dann einfach im Gespräch an. Das ist eigentlich das Spiel dabei, dass man hier sich klar macht, dass diese Trinität, die rote UB, das rote JC und das rote Ich, ist eine Einheit, die nicht gedacht werden kann. Und die mir jetzt ganz bewusst auseinanderdenken, so wie wenn ich sage, du nicht denkbarer Geist, wenn du dich schon ausdenkst, mach keinen sterblichen Trockennasenaffen aus dir, genau, sondern zuerst einmal einen träumenden Geist. Genau. Dann bist du zuerst einmal auf der sicheren Seite, weil als träumender Geist kannst du nicht sterben, sondern bloß wach werden. Jetzt wird natürlich der Zweite wieder sagen, ja, aber wenn ich dann wach bin, bin ich ja trotzdem ein Trockennasenaffe. Ich sage, nein, wenn ein träumender Geist wach wird, dann ist er kein träumender Geist mehr, sondern ein wacher Geist. Der Erweckungsprozess besteht darin, dass du oberflächlich überhaupt keine Veränderung hast bei deinen Informationen, aber du jetzt weißt, dass die bloß sind, weil du sie denkst. Genau. Das erhebt dich auf eine höhere Ebene. Die meinen immer, wach werden heißt, dass der Körper sich auflöst und dann reinkarnierst oder was auch immer. Das ist das unbewusste Spiel. Ich sage, nein, du kommst in einen kompletten anderen Bereich. Das sind unsere 27 Wachstumsstufen, die 3x3x3, die man sehr fein stufen können, wo ich in hunderten Selbstgesprächen darauf eingegangen bin. Es ist ein Unterschied, ob du dich in der Gebärmutter befindest oder ob du dich in deiner Traumwelt befindest, innerhalb oder außerhalb der Gebärmutter. Wir können jetzt diesen von der Geburt, vom Verlassen der Gebärmutter bis zu dem, was du Sterben nennst, ist ja nur eine Wachstumsstufe, können wir wieder drei Stufen machen. Es ist ein Unterschied, ob du dich vor der Einschulung befindest oder nach der Einschulung befindest. Nach der Einschulung bist du aber immer noch vor der Pubertät. Nach der Pubertät ist wieder alles ganz anders. Da bin ich ja drauf eingegangen, die 3x3 Wachstumsstufen. Du wirst andere Interessen haben in jedem Abschnitt und wach werden heißt, dass du Geist plötzlich ein vollkommen neues Interessensbild und Weltbild bekommst. Schon mit der Erkenntnis, dass du aufhörst, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln, sind die Probleme schon weg, dass du meinst, du könntest sterben. Was du dann natürlich doch immer permanent tust, wenn ich weiß, was das Wort Sterben bedeutet. Genau. Dass man vielfältig mit der Vordersprache aufschlüsseln kann. Und da beginnt jetzt geistiges Dasein. Und das ist immer, da muss man loslassen. Es ist ein intimer Prozess, den nur der Geist spielt, der sich jetzt diese ganzen Brösel ausdenkt. Ja. Das ist natürlich immer sehr, sehr interessant. Nochmal links die Hardcore-Version. Dann rechts nochmal eine Version unten in der Mitte, mein Andrea, wo ein kleiner Holger rauswächst, der Brösel. Das ist das Küken, das Baby von den ausgedachten Figuren. Aber es gibt noch einen, der noch kindlicher ist, das ist der sich das jetzt anhört, das bist du. Weil die sind zumindest schon mal draußen aus deiner ausgedachten Welt, die befinden sich ja schon, ich könnte mal das Wort Mono, in der Einheit den Monitor. Wir haben ja das Monitor, können wir sagen, da ist einmal Mono das eine und Tor ist eine Reihe.
die wir hier als Pixel, als Screen, als Splitscreen auffächern. Ich kann mir jetzt ganz bewusst denken, das sind ganz unterschiedliche Bilder. Das ist übrigens in jedem dieser Köpfe, die du dir ausdenkst, wenn da was drin sein könnte, wieder an mein Kistenbeispiel denken. Genau. Dann ist jetzt in dem Gesichtsfeld von dem Redo was ganz was anderes wie bei dem FedEx. Und eine ganz andere ausgedachte Peripherie. Das ist nämlich interessant. Jetzt hier und jetzt in deinem Kopf ist die Peripherie, die du dir in Redos am Kopf reindenkst, um den rum ist Zürich, um die Diana ist Wien, dann haben wir hier ein bisschen Österreich und ein bisschen Überlingen, ein bisschen Leipzig. Es ist, in all den Köpfen denke ich mir was anderes rein. Und wenn ich jetzt ich sage und ich meine den Pixel, diese ganzen Köpfe da, die über mir stehen, die sind in dem Kopf von dem Udo und das, was du dir in den Kopf reindenkst, ist in deinem Kopf, im Kopf von dem, der jetzt vom Computer sitzt. Okay. Aber wo war der jetzt wieder die ganze Zeit, während du an deinen Kopf nicht gedacht hast? Lass uns noch einmal von Fakten reden. Warum ist es so schwer, hier und jetzt überprüfbare Tatsachen als Ausgangspunkt deines Erlebens zu machen und nicht immer permanent logische Konstrukte, die du nur vom Hören sorgen kannst? Ja. Symbolisch als Märchengeschichten einen ganz, ganz tiefen Sinn und einen ganz tiefen Wert haben. Ja. Aber man muss die Symbolik entschlüsseln können. Und da ist diese Traumforschung unendlich weit davon weg. Mir fällt jetzt ganz spontan ein, weil ich schon fast meint habe, ich mache ein Video und ich sage, es ist ja eher das tausendmal gesagt, da kursiert zur Zeit jetzt aktuell Trevermann, das die Jahrhundertrede vom Trevermann. Glaube ich, heißt er. Hast du es angeschaut, Redo? Nein. Warte mal, klein mal. Das ist das hier. Ich lasse da nicht laufen. Kannst du anschauen, dann noch kannst du her suchen. Okay? Das ist hochinteressant. Das ist so, die Menschen begeistert hier diese Jahrhundertrede von Trevermann. Ist ja ehemaliger Pfarrer. Trevermann, glaube ich, hast du, was jetzt gar nicht, ist wurscht. Der Theologe. Ja. Es ist so unendlich erbärmliches Geschwätz. Ich sage eher als Ding, wenn du die Physiognomie anschaust, der ist schon das Leiden Christi im Gesicht, hat er das Leiden Christi im Angesicht dieser unendlichen Schlechtigkeit und Boshaftigkeit und Geldgeilheit der Menschen, die er sich ausdenkt. Die sind natürlich alle schon der als Denker, was wir uns jetzt bewusst als Geschichte ausdenken, der kann natürlich überhaupt nichts dafür. Und dann ist die einzige Rede, dass er dir aufzählt, wie viele Milliarden hier für den Waffen, wieder neue Waffen angeschafft werden und alles hat er aus das Buch heraus. Wenn der so heilig wäre und er müsste alles vor mir als göttlichen Richter beschwören, der kriegt jetzt so wie in Amerika, kriegt er dann 255 Mal Todesstrafe. Wegen Meineide. Ein Meineid an nach dem anderen. Löse dich doch endlich einmal von dem Wahn, dass du irgendwas, was du aus das Buch oder von der Internetseite heraus hast, was ja nur Pixel sind, Illusionen, die du in deinem Kopf aufbaust, dass das da außen ist. Und ich muss das gar nicht machen, jetzt kommt, und dann lassen wir es dann relativ gut sein zum Abschluss. Ich mach dich zum Richter über alles und jeden. Lass das bitte auf dich wirken, was ich jetzt sage. Ich habe es tausende Male schon gesagt. Du bist dein Geist, du träumst jetzt. Die Traumwelt, die du dir ausdenkst, die würde ohne dich gar nicht existieren. Ja. Du wiederum als bewusst gesetzter träumender Geist, nochmal, du bist etwas, was nicht gedacht werden kann, also du machst dich jetzt zum träumenden Geist. Die Reihe habe ich zigfach gesagt, du hast einen gewissen Intellekt, einen Schwamminhalt, den du dir nicht raussuchen konntest. Das ist wie ein Programm, das du abspielst und das du dir anschaust. Das ist mein Wissen, mein Glaube. Ist nicht dein Wissen, dein Glaube hast du von mir bekommen, dieser Führerscheinprüfungsbogen, voller Fehler, wo es nichts zu diskutieren gibt. Das heißt, was du in dem Video, wo ich gerade eingespielt habe, kurz die Adresse, wenn du dir das anschaust, alles, was dieser Gutmensch behauptet, hat er aus das Buch heraus. Wir sind wieder beim Thema, es ist Geschwätz vom Zweiten, das er nicht einmal überprüfen könnte, wenn er wollte. Und wenn dann die Überprüfung kommt, wie bei unserem Lesch, hast du es auf dich wirken lassen, Redo? Wo er sagt, wir Physiker haben anhand unserer Berechnungen ja festgestellt, da muss es Six-Teilchen oder das geben und es wurde dann alles einige Jahre drauf entdeckt. Merkst du das Prinzip des Verwirklichens des Glaubens? Genau. Und was die dann entdecken, kannst du überhaupt nicht sehen, das ist wieder logische Konstrukte, wenn man hinschaut, was man sieht, die sehen was ganz was anderes. Das sind Wahnsinnige, Punkt. Du wirst merken, das ist alles Wahnsinnige. Die religiösen Menschen, die jeder lebt in einem Glaubenswahn. Warum? Weil wir uns das jetzt bewusst ausdenken. Ich sage, wir, Geist, Singular,
Wir verfügen über das Bewusstsein, dass nicht zu niemandem wir uns ausdenken, dass wir dem vorwerfen, dass es so ist, wie in unseren Traum in Erscheinung tritt. Weil wenn ich jetzt als Geist mich bewusst als träumenden Geist setze, dann weiß ich, alles, was in meinem Kopf auftaucht, ich bin ein Kopfkino, kommt aus mir und ich sehe letztendlich meinen momentanen Glauben. Der ist übrigens auch schon, wenn ich mich erst als Fünfjährigen wähne, bin ich halt auf der Seite 5 in dem Buch. Ja. Aber der, der da drin steckt, der sich in das Buch reindenkt, ist der Leser, der selber ist ja gar nicht im Buch. Der ist der, der dieses Buch in der Hand hält. Genau. Der steht über den Dingen. Und jetzt ist es, dass man einfach wach wird, was ist jetzt da? Und dann erzählt uns der was, die ganzen Kriege. Und dann können wir uns dann hier, wie heißt der Schweizer, der Historienforscher, wenn er dann der Imperialismus Amerika, hat aus das Buch, auch er hat es aus das Buch daraus. Historische Forschung betreiben ist nicht eine Vergangenheit denken, hier und jetzt denken, die nicht existiert, wenn du sie nicht denkst. Die Dateien, das sind noch unzählig viele. Das sind dann alternative Fakten. Immer dran denken. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die Tat ist, dass ich mir jetzt was denke und ich kann mir alternativ dazu auch was anders denken. Das ist ein alternatives Faktum. Ganz genau. Das, was ich denke, ist, weil ich es denke. Und das alternative Faktum ist dann auch, wenn ich es denke. Aber das Faktum liegt nicht darin, dass das, was ich denke, unabhängig von mir irgendwo existiert oder in der Vergangenheit so war, was ich jetzt denke. Für mich wird es so sein, wie ich es mir denke und glaube, dass es ist. Und wenn jetzt irgendeiner in mir auftaucht, das sind wieder Reizauslöser, die was anders behaupten. Man kann doch nicht einfach die historischen Tatsachen ignorieren. Weißt du, wie oft du das hörst mit einer bundesdeutschen Nachkriegsprogrammierung? Habe ich dir ein schönes Video eingespielt, Redo, wenn du angeschaut hast von dem Psychologen. Psychologe, hier welcher der Bundesrepublik Deutschland GmbH, ist auch nur ausgedacht. Das ist für mich sekundär. Es ist für mich sekundär, ob irgendein Idiot glaubt, die Welt ist eine Scheibe oder Kugel. Es ist das, was du dir ausdenkst und glaubst. Wenn ich immer sage, wenn ich glaube, es ist ein Käsewürfel oder mein schönes Beispiel mit einem Schneewittchen, ich sage, wie sieht mein Schneewittchen aus? Wie die Marilyn Monroe. Blond mit einem Ledermini-Rock und einem Zungenpiercing. Das ist doch nicht, ich kann doch die historischen Tatsachen nicht einfach ignorieren. Schneewittchen ist ein kleines, dunkelhaariges Mädchen mit langen, dunklen Haaren. Scheiß drauf! Ich mache mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Das sagt schon die große Prophetin Pippin Langstrumpf. Warum nutzt du deine Freiheit nicht? Ja, aber das glaubt mir ja keiner. Ich sage, wie du dir ausdenkst, hast du Interesse, dass Gedanken, die du dir denkst, was glauben? Weißt du jetzt, wie du dich verfechtelst mit dem materialistischen Denken? Dieser permanente Zwang der Rechthaberei, wenn dann wieder unser Michael Horn reinschießt, mit seinem Solipsismus, habe ich gerade erklärt, habe ich gesagt, das kann man nicht und dann wird ja jede KI, ich kann ja nicht sagen, hinter den KIs steckt der Geist und hinter denen steckt kein Geist. Ich sag, hinter allen Dingen, die du dir ausdenkst, steckt ein Geist. Hinter einem Stein genauso wie hinter einem Trockennasenaffen. Der Geist ist der, der sich's ausdenkt. Und da gibt's bloß einen. Aber wenn du jetzt die Hierarchie der Ich durchgehst, wirst du feststellen, dass das erst ab der blauen Ebene die Missverständnisse gibt. Und da wird dann geurteilt. UB urteilt sich nicht vom JCH rot. JCH nicht von UB, der sagt, ich bin eins mit dem Vorder. Und das rote Ich wiederum weiß, jetzt irgendwann einmal hier, ich bin ja bloß das Kind von dem Vater. Genau. Und es passiert, ihr müsst ja nichts tun, ihr müsst es bloß geschehen lassen. Wenn ich dann immer wieder sage, Peter, was musstest du tun, dass du so alt geworden bist? Es passiert. Probleme beginnen, wenn du es nicht sein willst und dagegen ankämpfst. Ja. Und das erzeugt Schmerzen. Ich sage, ihr könntet so leicht die Ebenen wechseln, so wie das Säugling sich auflöst, das Schulkind. Du kriegst es nicht mit, bis ihr auf das Geschwätz des Zweiten hört, die euch einreden, wenn der Körper sich auflöst, dann gibt's dich nicht mehr. Übrigens auch Krankheiten werden so definiert, wie du sie findest. Ich kann mich jetzt über irgendwas aufregen, was ich als Krankheit sehe, weil mir das eingeredet wurde, zum Beispiel graue Haar. Und ich kann das als einen ganz einfachen Verwandlungsprozess, ich sage immer wieder von der Raube zum Schmetterling. Ob ich Schmerzen habe, das ist wie mit dem Schmecken. Ob mir was schmeckt oder nicht schmeckt, hängt von meiner Programmierung ab. Ich
ich lasse mal gewisse Speisen in dir auftauchen und Menschen auftauchen, die das mit einem absoluten Gier und einem Hochgenuss verschlingen, wo du Brechreiz kriegst, wenn du es bloß daran denkst, dass du das im Mund nehmen müsstest. Und ich garantiere dir, wenn du in dieser Kultur diesen Schwamminhalt hast, würdest du das auch mit einem Hochgenuss verschlingen. Ja, klar. Du bist klar. Der Richter ja. über alles und jeden. Klar. Und deine ja. Richtersprüche, deine einseitigen Richtersprüche mit dem Programm, das du dir nicht raussuchen konntest, vollstrecke ich an dir selbst, an dem der Richter. Das ist meine Gerechtigkeit. Also glaub ja nicht, wenn es dir schlecht geht, weil die Menschen da außen um dich rum so schlecht sind. Ich habe das so oft erklärt. Die Menschen, die du träumst, sind so schlecht, weil dein Glaube und dein Programm so schlecht ist. Was jeder, ich mir nicht jeder, jeder Rechthaber. Bitte? Was ich mir nicht raussuchen konnte. Richtig, habe ich schon ein paar Mal gesagt heute in dem Gespräch. Und jeder Rechthaber, der mit irgendjemandem streitet, streitet mit seinem eigenen Spiegelbild. Diese einfachen Geisteslehren, Druck erzeugt Gegendruck, in dem Moment, wo du loslässt, wird losgelassen. Und es wird aufgerüstet und aufgerüstet und Feind will da postulieren, welchen Scheißdrecksgeld. Und du kannst dich ausklinken, indem du einfach das Interesse daran verlierst, dich über diesen Scheißdreck aufzuregen. Ja. Seh es wie einen spannenden Film. Ja. Überleben wir nicht sowieso nicht. Wo kein Geist ist, gibt es auch kein Überleben. Auf Ewigkeit gesehen und Überleben selber lebt nicht. Das Leben wird nicht vom Leben erlebt. Die Wellen erleben nicht die Wellen. Lass das auf dich wirken, Holger. Das Leben erlebt nicht, die Wellen erleben sich nicht selbst. Der immer ist, erlebt die Wellen. Ja. Gott ist tot. Ja. G-O-T. Ja. Er ist so viele, obwohl er immer ein und dasselbe ist. Jetzt zum Beispiel, schau, wenn ich auf den Bildschirm schaue, meine Kinder. Jetzt musst du bloß begreifen, dass ich dir immer wieder sage, ich bin du. Ja, meine Kinder. Jetzt glaube ich auch nicht auf dieses Geschwätz hier von diesem Pixelmännchen und den Lautsprecher. Das ist nicht der Lautsprecher und der Pixelmännchen. Ich bin der mir jetzt zuhört. Du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst, der bin ich. Also ich höre den Udo jetzt, ich sage das immer wieder. Bist du schon ich? Dieses rote Ich ist nicht mehr personifiziert. Du hast dich komplett gelöst von dem, der du zu sein glaubst. Du begreifst es, ich bin ja der sich den ausdenkt. Das muss man wirklich, ich sage immer zu meinen Buben, auf der unteren Ebene sage ich, das was ich jetzt erkläre, ich garantiere dir, du wirst 15 bis 20 Jahre brauchen, bis du es verstehst. Mach dir das jetzt logisch erscheinen, dass du es noch nicht verstanden hast, wird dich dein momentan gelebtes Leben wird dir das beweisen. Immer wieder vor Augen führen. Mit jedem kleinen Ärger, der in dir hochkommt. Mit jeder Zukunftsangst, die in dir hochkommt. Dass du es nicht verstanden hast. Weil wenn du mich verstanden hast, hast du von nichts und niemandem mehr Angst und schon gar nicht von der Zukunft, die du dir jetzt ausdenkst. Weil wir Geist ja wissen, dass es morgen um 10 Uhr kein Freibier geben kann. Auch keinen Atomkrieg. Wenn es ist heute. Genau. Das Leben, um dann das jetzt abzuschließen, das Leben ist letztendlich wie das Wetter, das du dir ausdenkst. Du hast keinen Einfluss drauf. Ja. Und solange du in dem Wahn lebst, dass du irgendwas bestimmen müsstest, bist du komplett programmgesteuert. Und da habe ich zig Beispiele in den Selbstgesprächen, die man studieren kann. Jetzt lassen wir es gut sein, ich link mich aus, Leute. Ich wünsche euch noch was. Ciao. Ciao. Tschüss.